guten Abend, alle miteinander. Servus, Roli, servus. Dein Fernseher und Todwart, grüß euch. Wie ist der Ton? Ich habe jetzt gerade, vielleicht kann man das kurz im Chat Bescheid geben. Passt der Ton? Kann man uns hören? Sind wir für euch eh hübsch genug? Oh, das wird schwierig. Wir müssen irgendwelche Ansprüche stellen. Servus Thomas, schön, perfekt, wenn alles passt, würde ich sagen, wir beginnen mit dem, was mit dem wir immer beginnen. Und zwar, magst du dich vorstellen, bitte? Ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt gerade da sind, die mich schon kennen. Also ich bin Lukas, ich komme aus Baden-Württemberg, studiere momentan in Marburg in Hessen Psychologie und ja, bin relativ aktiv in der Organisation der Baden-Württemberg-Meisterschaft und bin auch noch in der Spielergruppe in Marburg und genau, habe relativ viele verschiedene Fraktionen und ja, weiß nicht, was ich noch so erzählen soll. Falls euch was interessiert, fragt gerne einfach nach. Ausgezeichnet. Ja, der Lukas ist an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch mal mit ihm zu streamen. Und wann habe ich da schon mal Nein gesagt? Ich freue mich natürlich immer, wenn sich wer findet. Vor allem, wenn sich wer findet, der sich auch noch mit einer meiner Lieblingsfraktionen auskennt. Und zwar beim heutigen Stream zieht es uns hinein in die Rittermark. Wir gehen nach Rohan, das Land der Pferdeherren. Ich glaube, ich habe jetzt alle Synonyme mal für Rohan bequatscht. So ziemlich, ja. Servus Andreas, schön, dass du auch dabei bist. Das ist ja, ein Stream kann erst richtig gut werden, wenn auch der Andreas eingeschalten hat. Jo. Eben, wir möchten heute, wie auch das letzte Mal, einfach die Fraktion durchbesprechen. Wir werden die einzelnen Profile durchnehmen, was wir gerne spielen und so weiter. Und dafür stelle ich mal die Frage, die ich immer zu Beginn des Streams stelle. Und zwar, was ist dein Lieblingsmodell in Rohan? Ja, gute Frage. Also aus dem Film hat Rohan mich die ersten 10, 12 Mal, als ich die Filme gesehen hatte, gar nicht so riesig, ja, begeistert. Aber je häufiger ich sie eigentlich schaue, desto mehr habe ich immer mehr das Gefühl, dass Rohan eigentlich die letztliche Fraktion ist, die man als die eigentlichen Helden des Films oder der Filmreihe ansehen kann, weil sie doch eigentlich von Anfang an irgendwo immer mitkämpfen und dann doch auch nach Minas Tirith reiten. Und obwohl sie eigentlich schon eine lange Schlacht hinter sich hatten und eigentlich als Land auch schon ziemlich ausgebeutelt sind, dann letztlich trotzdem nochmal für die Menschheit kämpfen. Und ja, also je häufiger ich schaue, desto mehr gefällt mir Eomir einfach von seinem Heroisch. Charakter her. Ja, haut hin. Da muss man auch Genau. insgesamt sagen, dass er Rohan auch deutlich mehr im Film mehr Liebe für die Charaktere bekommen hat, einfach dadurch, dass auch mehr Zeit ist als Gondor. Weil bei Gondor haben wir eigentlich, wenn man es genau nimmt, drei namhafte Helden, die im Film namhaft erwähnt werden. Faramir, Boromir und Denethor. Ja. Und Gandalf, wenn man dazu zählt, okay. Und Aragorn. Ja, Wenn man wobei ihn auch dann nimmt. König Elessar als Name wird nicht einmal erwähnt. Sie nennen ihn im ganzen Okay. Film Aragorn weiterhin. Auch bei der Krönung glaube ich nie Elessa, oder? Nein, ich glaube nicht. Bei der Krönung sagen sie, glaube ich, gar keinen Namen dazu. Also eigentlich gibt es nur vier Namen, also namentlich genannte Helden aus Gondor und die Lehen werden sowieso gar nicht mit genannt und alles, also das ist ziemlich Ding. Und im Vergleich haben wir Rohan mit Hammer, Gamling, Eomer, Eowyn, Theodred, Theoden, Merry, stimmt, Pippin ist auch dabei, Merry und Pippin ja. Beim anderen. Gamling wird, also Gamling habe ich schon, Gamling, Grimbold wird erwähnt, der Grimbold wird erwähnt. Je nachdem, wenn man Halef dazu zählt als Held. Ja, wobei, nee. Vielleicht wird er einer mit Vielleicht Rohan wird und er einer, War. ja. Aber sonst, das war es auch, aber es sind auf jeden Fall mehr als bei Gondor Aha. schon mal. Und das, ja genau, der Thomas sagt eh Grimbold, genau.
Todwart sagt schon, nun kommen die Tage des Königs, mögen sie glücklich sein, ja. Bild war weg, mussten neu einsteigen, da war Werbung. By the way, kann es sein, dass der Titel unter dem Video noch ein anderer Stream ist? Ja, leider ist der Streamname nicht richtig, weil ich kann mich nicht als Spielkartell einloggen und kann dadurch den Namen unten nicht ändern. Vielleicht kann das irgendein anderer machen, aber ich kann es leider nicht. Dadurch sind wir jetzt weiterhin als Marathon online und nicht als Würfelkreuzzug, aber ich hoffe, ihr mögt uns das verzeihen. Aber ich schätze, dass der Roger in Arbeiten ist und wird deswegen das nicht ändern können. Service Nakai, sehr schön, dass du auch da bist. Gehst du wandern? Nakai der Wanderer, möglich. Und David ist auch da. Schön, dass du auch bist. Ja, und schon wirst du gegrüßt. Also das geht jetzt an dich. Der Lukas, ich glaub's ja nicht. Jetzt musst du was sagen. Wenn dich schon wer grüßt, musst du auch was drauf sagen. Dave Black is back. Kenne ich ihn? Der David Schwarz. Ach so, natürlich kenne ich ihn. Ja, grüß dich. Und natürlich grüß auch alle anderen, die ich vielleicht persönlich entweder auch schon kennengelernt habe oder hoffentlich bald kennenlernen werde. Guten Abend. Dann würde ich mal sagen, wie bist du zu, wann hast du mit der Fraktion ungefähr begonnen? Wie lange spielst du schon, Rohan? Oh, also ich glaube, die erste Kriegerbox Rohan habe ich gekauft 2010, so in die Richtung. Und dann immer mal wieder Rohan gespielt, wobei man es auch sagen muss, in den Anfangsjahren habe ich tendenziell eher einfach mit meinem Bruder gespielt, weniger auf Bündnisse geachtet, auf wie viele Truppen dürfen angeführt werden, sondern Das einfach, gab es ja damals ja, noch gar nicht. 2010 auch noch, aber auch in der Zeit des Hobbits, also des Hobbit-Regels, haben wir auch dann nicht geachtet und haben auch nicht gesagt, okay, jeder hält nur 12 Truppen Also anführen. Wir haben okay. einfach aufgestellt, worauf wir Lust haben. Und ja, also entsprechend gab es da auch keine so festen Armeelisten, aber es waren eigentlich schon immer, wenn es ging, Rohan-Reiter auch mit dabei. Für Rohan. Jo, bei mir ist es ja ganz lustig. Eigentlich Rohan ist die erste Fraktion, die ich jemals gespielt habe und mit der ich begonnen habe bei der guten Seite. Wie lange bist du denn schon dabei? Das ist nicht lang, das glaubt man gar nicht. Aber ich bin noch nicht mal, ich glaube vier, es sind noch nicht mal 4 Jahre. Okay. Also ich spiele noch, ich bin noch relativ frisch, wenn ich mich jetzt nicht irre. 4 Jahre, 3 Jahre, irgend sowas. Wie bist du denn eigentlich drauf gestoßen? Kennst du in Konstantin aus unserer Gruppe? Ich weiß nicht, wie brav du unsere Videos schaust. Recht brav. Wie bitte? Recht brav schaue ich die Videos. Also Immer solltest du wenn den es geht. Konstantin kennen. Unsere einzige Blondine. Das war, wir hatten einen Deal. Ich habe damals Warhammer gespielt, er hat Herr der Ringe gespielt. Er ist der Cousin meiner Freundin. Und wir hatten den Deal, er probiert mein Spiel, ich probiere sein Spiel. Und bevor wir noch das erste Mal Herr der Ringe gespielt haben, hatte ich schon eine Ostlingarmee. Weil ich so fanatisch dann drauf war und schlussendlich bin ich dann am Herr der Ringe hängen geblieben. Und natürlich Gut, braucht man. dass du Ostlinge magst, merkt man ja auch ab und zu auf eurem Kanal. Ja, wobei ich habe auf dem Kanal, ich glaube, erst einmal Ostlinge gespielt. Ja, aber da hast du erwähnt, dass du Ostlinge sehr gerne hast. Ja, eigentlich habe ich sie sehr, sehr gerne sogar, aber dadurch, dass sie der Rolli ziemlich viel spielt, spiele ich am Kanal gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Ostlinge gespielt habe. Ich glaube, für die Kampagne habe ich Ostlinge gespielt. Jo. Hallo Mega Matrix. Schön, dass du auch eingeschalten hast. Jo. Wir haben uns überlegt, wir fangen einfach mal, wir besprechen die Helden und zwar haben wir die Helden schon im Vorhinein ein bisschen kategorisiert. Und zwar haben wir uns überlegt, wir fangen einfach damit an, die Helden zu betiteln. Demnach, wie, sagen wir mal, wie wichtig das Ganze sind. Wichtig klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, aber. Und zwar als erstes haben wir uns gedacht, reden wir über die drei Kernhelden, also die Helden, um die man eine Armee aufbauen kann. Das sind eben insgesamt drei, das klingt jetzt gar nicht so viel, vor allem wenn man weiß, was sonst so für Fraktionen gibt. Allerdings ist Rohan bei der Aufstellung, also bei der Armeeaufstellung sehr, sehr eingefahren, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, da gibst du mir recht.
Würde ich auch sagen, gerade durch die neue Vers also durch die neue durchs neue Regelwerk eigentlich noch mal mehr und auch durch das Zustandekommen von königlichen von legendären Legionen, nicht königlichen Legionen, eigentlich noch mal mehr. Und da ist die Zentriertheit halt schon sehr stark auf einen Helden gegeben. Das ist leider viel zu richtig. Ich mache da nämlich jetzt nebenbei gerade ein Word auf, damit wir einfach mal nebenbei so ein bisschen abtippen, was wir eigentlich hier reden, weil das ist sicher auch für den einen oder anderen interessant und dadurch kriegt man das dann einfach auch besser mit. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und zwar Ja, machen ich muss wir immer es. so ein bisschen links von der Kamera schauen, also wundert euch. Das ist, glaube ich, normal, das passiert jedem. So, Hund ist wieder mal anstrengend, aber das ist ja auch nichts Neues. Gut, also wir haben jetzt gesagt, es gibt drei Kernhelden. Schauen wir mal, ob man das lesen kann. Bitte gebt mir auch Bescheid, ob ihr das lesen könnt, was ich da jetzt reinschreibe. Sieht bisher gut aus. Ich glaube auch, dass man das lesen kann. Und zwar, welche drei Varianten haben wir hier? Fangen wir mal mit der eindeutigsten an. Das ist ja Theoden. Ja, ganz klassisch. Durch das neue Regelwerk ist Theoden leider ziemlich Pflichtprogramm geworden, einfach dadurch, dass die Reiter nur noch durch ihn K4 bekommen, beziehungsweise die königlichen Wachen K5. Was vorher Erkenbrand war, ist jetzt Theoden. Das ist okay, also das ist halt schade, wobei besser Theoden als Erkenbrand, muss ich sagen. Ja, rein Thematisch zumindest. historisch, thematisch. Aber natürlich trotzdem muss man sich einfach bewusst sein, dass das nicht so easy ist alles und dass man dadurch ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch ein bisschen Dings, aber ich muss da noch ein wenig versuchen, das nämlich übereinander zu legen, dass ich es ein bisschen größer kriege und bla bla bla. Aber jo, sonst liegt es halt ein bisschen über unseren Namen drüber, das soll ja auch nicht das Problem sein. Ist kein Weltuntergang. Kommt aber drauf an, wie viel du schreiben willst. Ja, aber da will kann man ja runterscrollen. Das Ah, stimmt. okay, der Antonius ist auch dabei. Hast du es richtig erahnt? Jo, Theoden, was würdest du sagen? Spielbarkeit, wie gut, wie schlecht, reden wir drüber. Ich habe ihn jetzt nebenbei offen gleich einmal. Also Theoden halte ich für einen soliden Armeeanführer, aber kein Armeeanführer der oberen Klasse, also der oberen Stimmt. sowohl Punktkategorie als auch der Wirkung auf dem Schlachtfeld. Also wenn man ihn vergleicht mit einem Elendil, das möchte man eigentlich gar nicht erst tun. Okay, Oder das auch, geht sowieso nicht. Das ist ein ganz anderer Grund, wenn ich ja, das sagen darf. aber auch wenn man jetzt sich jetzt vergleicht mit anderen Königen oder der Wirkung von einem Dain bei den Eisenbergzwergen oder Aragorn oder auch Boromir bei Gondor, der einfach ja mehr mitbringt als Theoden, aber trotzdem als Mittelklasse-Helden, der als Armeeanführer eigentlich dann recht solide ist, halte ich ihn auf jeden Fall für sehr, sehr gut spielbar durch die ganze neue Version sowieso noch mehr. Aber ja, Was Theoden ist schon solide für seine wirklich Punktzahl. finde, also natürlich, man muss ihn kaufen für seine Sonderfähigkeit, das ist schon richtig. Das heißt, einfach damit die Armee hier profitiert, muss ich Theoden nehmen. Das heißt, dadurch rechtfertigt sich auch irgendwie der Preis. Aber für das, was man bekommt, sind 100 Punkte eigentlich schon ganz schön heftig. Also 100 Punkte richtig ausgerüstet. Ja. Weil man muss halt einfach sagen, du bekommst einen Helden mit nur zwei Attacken, zwei Leben und einem Schicksal. Das sind andere Helden für 100 Punkte, wenn ich jetzt nehme einen Faramir, hat zwar auch nur zwei Leben, zwei Attacken, kommt aber gleich einmal mit dem Schicksal mehr daher und kann eine Lanze auch noch nehmen. Das heißt, das sind ja doch auf einem anderen Niveau und punktetechnisch sehr, sehr ähnlich. Natürlich, Faramir bringt dann in weiterer Folge nicht so viel. Aber jetzt bleiben wir bei Gondor zum Beispiel. Ein Hurin ist jetzt auch von die Fähigkeiten rein spielerisch in Theoden nicht weit weg. Schon sehr ähnlich, auch Profil einfach. Genau. Hat dafür aber noch ein meisterliches Schwert und kostet aber sogar weniger.
Also punktetechnisch zahlst du hier schon wirklich diese Armee-Sonderregel bei ihm auf jeden Fall mit. Aber sonst, wie du sagst, relativ solide. Allerdings, er muss Armeeanführer sein. Dadurch, dass er der einzige legendäre Held ist. Außer du verbündest mit Gondor oder so, aber im Normalfall Aber wird er dann der muss man Armeeanführer sein. Aragorn mitnehmen und dann. Genau. Also im Normalfall ist er der Armeeanführer. Und das ist dann natürlich schon risky, ein Armeeanführer mit nur zwei Leben, ein Schicksal. Vor allem eben, weil, jo, du zahlst trotzdem 100 Punkte. Aber natürlich, dennoch, ich will jetzt Theoden nicht schlecht reden. Er ist ein super Modell, super spannendes Spielstil und alles. Und er muss einfach genommen werden wegen der Armee-Sonderregel. Aber ich möchte hier natürlich auch ein bisschen einfach das im Hintergrund kritisieren. Klar, Sachen, die man kritisieren kann, sollte man ja auch kritisieren, sonst Genau. bräuchten wir das Format oder bräuchtet ihr das Format nicht zu so machen. Richtig. Dann, wenn Theoden die zweite Möglichkeit, um das man bauen kann, ist, dass ich sage, ich verzichte theoretisch auf Theoden, wäre natürlich möglich. Und setze hier auf Gamling. Gamling ist halt ein riesen, also ein mega mächtiger Support-Held für Rohan, weil einfach super stark vom Profil her. Mit der königlichen Standarte. Gerade Rohan braucht extrem viel Heldentum. Ist allerdings, was ich immer lustig finde, eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre, der teuerste Held Rohans. Ich glaube, man kann Eomir teurer ausrüsten, oder? Eomir auf 120 maximal und Gamling auf. Eomir sogar auf 125. Stimmt, mit Gepanzertes Wurfspeer, mit Pferdschild, Wurfspeer. Ich habe Wurfspeer. Wurfspeer nicht berechnet, Ob man ja. das machen muss, ist ein Ja. anderes Thema, aber. 125 und in Gamling kannst du auf 115. Aber ist zumindest schon auf Platz 2. Ja. Bei Theodred kommst du maximal auf 100, ja. Und Eorl kostet, glaube ich, auch 115. Ja, genau. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Helden, der was mal ordentlich in die Punkte schlägt. Vor allen Allerdings. Dingen für nur einen mächtigen Held. Für nur einen mächtigen Helden, den du doch nicht unbedingt im Nahkampf haben willst. Allerdings ist die Standarte so übertrieben stark. Also hier Heldentum zu generieren, ist einfach für Rohan mega wichtig, weil du die Bewegungen brauchst. Das ist einfach die Kernessenz von Rohan. Und entsprechend ist Gamling einfach mega wichtig und mega stark. Allerdings muss man dazu sagen, auch wenn man eine Armeeliste um Gamling schreiben kann, wird die Tendenz meistens dennoch eher zu Theoden wandern. Ja, es spricht ja auch tendenziell, wenn man die Punktzahl hat, nichts dagegen, beide zusammenzuspielen. Genau. Also die Kombination ist schon sehr wahrscheinlich. Vor allem, da werden wir nachher noch dazu kommen, legendäre Legion, da muss ich Theoden sowieso mitnehmen. Ja, und da nehme ich den Gamling sogar noch sicherer mit. Was bei Gamling natürlich auf jeden Fall bedenklich sein muss, ist, dass er einfach nur K4 hat. Das heißt, ein Halbtroll kann den in einer Runde vom Pferd hauen. Ja, aber auch generell, also auch wenn man sich vorstellt, man spielt gegen Schwarze Numenora. Genau. Du hast gegen Und alles einen was 50-Wurf, 50-Wurf. Und die meisten Helden natürlich auch. Und das heißt, Gamling ist für Helden, also gegen Helden, sehr, sehr anfällig. Vor allem wieder nur zwei Leben, ein Schicksal. Sowas zieht sich eigentlich relativ durch die Armeeliste. Es gibt ganz wenige, die aus diesem Profil ausbrechen, mit die zwei Leben. Was Gamling aber sehr widerstandsfähig macht, dadurch, dass ihm ja selbst nie das Heldentum ausgehen kann, die Verteidigung. ist die heroische Verteidigung. Und die macht ihn plötzlich von einem mega anfälligen Modell zu einem Panzer. Weil dadurch braucht einfach jedes Modell einmal die 6, um ihn zu verwunden. Und plötzlich hast du keine Angst mehr, weil selbst ein Troll nimmt dich nicht in einer Runde auseinander. Nicht mal Azog nimmt dich in einer Runde auseinander. Doch, vielleicht mit einem Flegel auf W3 Wunden, aber sonst. Er ist schon Aber ziemlich auch solide. da muss man erstmal die 6 würfeln. Genau. Ja, aber dafür, aber Azog hat halt genug Heldentum, um auch hoch zu leveln. Das stimmt. Gamling ist sehr teuer, aber seine Punkte wert. Sein einziges Manko ist die K4, das haben wir schon erwähnt. Meiner Meinung nach sollte wie die Hauptmänner im Charge
um 12 Zoll um Theoden auf die K5 kommen. Ich glaube, das haben sie schon ganz bewusst nicht gemacht, dass sie Gamling die K5 gegeben haben, weil er einfach sonst fast nicht klein zu kriegen wäre. Gamling soll immer noch defensiv eher gespielt werden und deswegen hat er nur die K4 bekommen. Wobei es irgendwie unlogisch ist, weil eigentlich ist er eine königliche Wache. Oder? Wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre. Ich glaube, es wird ja mehr oder weniger sogar gesagt, dass er der Hauptmann, Anführer der königlichen Wache wäre. So hatte ich es bisher zumindest immer aufgefasst. Ja, also Gamling auf jeden Fall ein Mega-Modell. Es müssen natürliche Sechsen sein beim Verwunden. Uiuiuiui. Stimmt, natürlich. Also von dem her ist Gamling auf jeden Fall mega solide. Jo. Ich glaube, das war es eigentlich mit Gamling so zum sagen. Er ist einfach wirklich ein Support-Held. Standarte hast du automatisch mit dabei, was ihn extrem interessant für Szenarien macht, wie bis in den Tod, wo man Punkte für Standarten bekommt. Das muss man halt einfach auch sagen. Dadurch, dass er nicht einfach nur als Standarte gilt, sondern wirklich einen mit sich führt, bringt er für diese Szenarien Punkte. Und das ist natürlich mega. Ja, auch gerade wenn man sich überlegt, 50 Punkte kriegt man eine normale Standartenwirkung. Und wenn man es irgendwie runterrechnet auf Ringgeister, dann ist ein Heldentum 5 Punkte wert, was es in Rohan in meines Erachtens auf jeden Fall ist. Und wenn man dann sinnvoll in einer Runde bis zu 5 Heldentum, wenn man Dernhem dabei hat, gehen 5 Heldentum in einer Runde sehr schnell. Und dann hat man theoretisch die 50 Punkte schon längst rausgeholt. Das stimmt, Also. also seine Punkte hat er ohnehin drin, weil vor allem 25 Punkte sind ja die normale Standarte und so weiter. Und er ist einfach wirklich ein mega solides Modell, was das angeht. Also Gamling ist teuer, das muss man einfach sagen, aber er ist einer von den Rohan-Helden, der jeden Punkt wert ist. Die dritte Möglichkeit, eine Armee aufzubauen, ist eins meiner persönlichen Favorites, auch wenn es nicht ganz so spielstark ist, aber ich finde ihn einfach mega toll als Modell und als Profil. Und das ist Eorl. Eorl hat die großen Vorteil, er ist ein Held mit drei Leben, zwei Schicksal, das heißt, er bricht aus diesen klassischen zwei Leben ein Schicksal aus, hat drei Attacken und die K5 und V7 von Haus aus, das heißt, er ist einer der Schnetzlerhelden von Rohan. Er hat alle wichtigen Heldenfähigkeiten. Das heißt, du brauchst da keine Sorgen machen, allerdings die muss er auch haben, weil weil du bringst ja keine anderen mit. Dadurch, dass du nur Hauptmänner mithaben kannst, ist die einzige andere Fähigkeit, die du noch reinbringen kannst, ein Marsch, beziehungsweise wenn du einen Jäger spielst, könntest du noch eine Zielgenauigkeit reinholen. Aber grundsätzlich ist es schon mal ganz wichtig, dass du mit ihm einfach den Hieb hast und den hat er auch. Seine mega coole Fähigkeit ist einfach, dass er das erste W pro Runde Das retten erste kann. H. Also erste H, ja, was rede ich? Erste H auf die 4 plus. 4 plus. Und dadurch kommt er eigentlich statistisch gerechnet auf 5,5 Heldentum, die er im Spiel ausgeben kann. Und das ist halt schon mega stark für einen normalen Helden. Ist man bei fast einem Boromir. Genau. Und das 5,5 ist statistisch Mittelwert. Also das ist der statistische Mittelwert. Ich habe letztens ein Spiel mit Eorl gehabt, da bin ich schlussendlich auf 7H gekommen. Also das ist dann schon. Da kann man schon einiges mitmachen. Ja. Das Einzige, was Eorl halt für einen riesen Nachteil hat, wenn man ihn als Armeeanführer spielt, du verlierst absolut die K4. Das heißt, du musst dann fast relativ viele Söhne Eorls, okay, die willst du dann eh spielen, wenn du ihn spielst, aber du musst halt Söhne Eorls und königliche Wachen spielen, damit du zumindest die K4 hast. Andreas, ich habe die Nachricht gesehen, ist aber jetzt inzwischen auch schon wurscht, weil es bringt nichts mehr, jetzt den Namen zu ändern. Und wenn ich mich da jetzt rumklicke, dann verliere ich die Aufmerksamkeit voll auf den Stream. Kann man ja vielleicht im Nachhinein noch ändern, Ja, oder? im Nachhinein kann ich es dann umschreiben. Ja, Eorl finde ich persönlich eine mega gute Ausnahme. Auch, dass er als einer der wenigen Modelle 12 Zoll Reiten hat, das übersieht man so schnell. Also ich habe schon viele Gegner gehabt, denen ich am Anfang gesagt habe, vergiss nicht, dass der Eorl 12 Zoll hat.
Und schlussendlich ist er in 11 Zoll Reichweite stehen geblieben, weil er ja von den Reitern wegbleiben wollte. Und dann kracht halt plötzlich Eorl rein. Und Eorl mit einem heroischen Nahkampf, den er dann vielleicht noch gratis machen kann, frisst auch mal 4 Modelle in der ersten Runde. Ja. Und vielleicht einen Allerdings bist Helden. du dann halt auch mit deiner kompletten Frontreihe nach vorne, also mit deinen Reitern vorgelaufen. Und wenn du dann die nächste heroische Bewegung verlierst, tut es auch wieder weh. Nein, gar nicht. Ich bin mit Eola allein rein. Ach so, und deine anderen Reiter lässt du hinten. Die anderen Reiter habe ich in 7 Zoll Abstand lassen. Und entweder ich habe jetzt entweder ich habe die Ini, dann ist gut. Und wenn ich es nicht habe, Eol überlebt eine Runde allein drin. Ich habe damit nämlich seinen gesamten Beschuss rausgenommen. Dadurch, dass dann Eol einfach so blöd gestanden ist. Und bin dann einfach mal nach vorne. Und dann in der nächsten Runde habe ich mit meinen ganzen Reitern chargen können und habe Eol einfach freigeschlagen. Okay. Also Eol braucht sich dadurch, dass er wirklich sehr solide ist, nicht die Sorgen machen, dass er angegriffen wird. Beim Normalfall, wenn du die Helden dann nachbekommst, kämpft er vielleicht, also die anderen Modelle, kämpft er vielleicht gegen zwei Modelle und so, also mit seiner K5 und ordentlich Heldentum und drei Attacken, musst du auch mal gegen ihn gewinnen, bevor du gegen ihn wirklich Schaden machst. Und mit zwei Schicksal gebe ich auch schon mal eins fürs Pferd aus. Sollte man sowieso generell überlegen bei Rohan. Aber ich meine jetzt nur, da ist es nochmal deutlich weniger schlimm, wenn ich einfach das Pferd retten muss. Was natürlich mega cool an Eol ist, da kommen wir nachher noch dazu, ist einfach die Kombination mit den Söhnen Eols. Die haben ja früher immer die Rasenmäher geheißen, weil sie schon so stark waren. Leider jetzt wirklich nur mehr mit Eol spielbar. Das heißt, du kannst maximal, ich glaube maximal 6 Söhne Eols kannst du effektiv einsetzen. Ja, Weil wenn das man ist von all. klassischen Schlachtreihen ausgeht, dann Ja. Und du wirst halt meist, du krachst halt meistens mit Rohan in eine Schlachtreihe rein. Es ist selten so, dass du in einen Haufen reinkommst, wo du ein bisschen dich aufgefächerter aufstellst. Also im Normalfall krachst du gegen die Schlachtreihe und entsprechend mehr als 6 Söhne hast du nicht. Beziehungsweise natürlich, die schlagen sich auch in die Punkte nieder, wenn man mehr haben will, aber ja. Das wären mal grundsätzlich die drei Helden, um die man effektiv eine Armee bauen kann. Möchtest du da noch was ergänzen? Ich komme mir so vor, als würde ich so viel reden und dich irgendwie so niederquatschen. Ach, nee, nee, keine Sorge. Ich interveniere schon, wenn dringend was. Also, wie gesagt, also ich finde auch, man kann Gambling auf jeden Fall auch zu Theoden hinzufügen. Genau. Und also ich sehe das nicht unbedingt als Entweder-Oder-Entscheidung, sondern kann Richtig. man auf jeden Fall auch verbinden. Und ja, gerade mit der legendären Legion sowieso, aber da kommen wir im Laufe der Zeit bestimmt noch intensiver dazu. Genau, also Und zuerst einmal die ganze Fraktion durchreden und dann schauen wir uns die legendäre Legion an. ja, an Eorl finde ich einfach nur so ein bisschen schade, dass man die Möglichkeiten der weiteren Armee-Zusammenstellung einfach ziemlich begrenzt. Dadurch, dass man keine weiteren namhaften Helden drin haben darf. Und ja, das finde ich einfach ein bisschen schade. Das Also ist fände ich jetzt gar nicht aber so nicht schlimm, wenn er da. zwangsläufig ein Argument dagegen. Ich muss sagen, das würde mich gar nicht so stören, dass ich keine namhaften Helden habe. Die brauche ich bei Eorl gar nicht, finde ich. Dadurch, dass du mit ihm wirklich so ein solides Profil hast. Da reichen Hauptmänner meistens aus. Allerdings, was hier wirklich fehlt, ist dieser K-Bonus. Weil dadurch tust du halt wirklich schwer mit normalen Reitern was zum Reißen. Das hätten sie in irgendeiner Form, den K-Bonus hätten es anders umsetzen sollen. Sie hätten ja zum Beispiel sagen können, mindestens ein ruhmreicher Held muss es sein. Im Umkreis eines ruhmreichen Helden von Rohan, das wären 4 Helden und alle 4 Helden, die hier gemeint wären, finde ich, hätten die Berechtigung, dass sie die K4 geben. Dann hätte man ja auch eventuell den Umkreis einfach reduzieren können. Genau. Muss dann ja nicht, was sind es, glaube ich, 12 Zoll sogar. Ich glaube 12 Zoll, ja. Aber Ja, jetzt überlegen wir, dann auch. wir haben Eomer, Theodred, Eol und Theoden und alle 4 haben eine Anführer, also eine richtige Armeeanführerfunktion im Film. Ja. Und deswegen hätten, finde ich, alle 4 die Berechtigung, dass sie diesen K-Bonus geben.
Ja, wie, also hätte man auf jeden Fall auch machen können. Und dann sagt man einfach, okay, man nimmt jetzt nur 6 Zoll. Und wenn man dann halt mehrere von ihnen auf dem Feld hat, dann deckt man auch wieder praktisch alles. Und ansonsten hat Genau. man halt nicht alles abgedeckt. Richtig. Und vor allem, das würde auch einfach das Interesse an den anderen Helden deutlich Erhöhen. erhöhen. Aber ich meinte auch eben gerade aus bei Eol mit den nicht namhaften Helden gar nicht mal unbedingt aus spielerischer Sicht, aber die K4 fehlt definitiv, sondern eher aus, weiß nicht, so persönlicher Einstellung. Ich mag es Fluffig. einfach lieber, namhafte Helden zu spielen als namenlose. Irgendwie gefällt es mir besser. Macht mir mehr Spaß. Ja. Genau, also ich gebe da recht. Wobei, wie gesagt, mir hat es meistens gereicht, dass ich Eol hatte beim Spiel, aber eben die K4 habe ich dann wirklich gemerkt, es ist ganz schwierig mit Eol allein. Das kann, also mit K3 allein wirklich stark irgendwo reinzukrachen. Ja, vor allem, wenn du dann gegen eine K4-Armee spielst, braucht er nur die 6 und dein Anritt ist vorbei. Ich Und habe dann. das mal erlebt mit Morgul-Rittern gegen Boromir mit Standarte und Waldläufern. Und Morgul-Ritter, die ja eigentlich mit K4 gar nicht so schlecht aufgestellt sind, reiten angeritten zwei Attacken in vier Modelle rein oder in zwei Modelle rein. Und dann hat man Banner und K5. Tut weh. Kavallerie mit niedrigerer Kampfkraft tut einfach weh. Und man muss halt einfach auch sagen, die Morgul-Ritter haben wenigstens die V6. Ja. Reiter von Rohan, wenn sie einen Nahkampf verlieren, sind meistens tot. Leider ja. Finde ich halt auch irgendwie cool, weil das sind einfach, du hast eine Armee aus heftigen Glaskanonen, aber die kriegen halt auch ordentlich aufs Maul, wenn du Pech hast. Und das kann halt je nach Szenario wirklich von ein paar heroischen Bewegungswürfeln abhängen. Das ist das Riskante teilweise. Genau. Nach diesen Kernhelden kommen wir zu den Second-Helden, jetzt einfach, also Zweithelden. Die Zweithelden sind einfach alles, was irgendwie logischerweise danach kommt. Das betrifft aber in dem Fall wirklich eher Theoden und Gamling und weniger Eol, weil Eol ja hier nur Hauptmänner hat. Und diese Schützen des, nee, wie Ja, heißen die? wobei die Schützen des spielt Königs, keiner, Jäger des aber Königs. Jäger des Königs. Aber die spielt ja keiner. Habe ich in meinem Leben auch noch nie gesehen. Ich habe mir jetzt überlegt, so eine kleine Armeeliste aus bei 300 Punkten aus 5 Jägern des Königs. Aus 6, du könntest 6 spielen. 6 kosten die nur 50? Kosten, also nur 50 Ja, ist gut, aber kosten 50. aber das finde ich ganz lustig einfach, dass du sagst 6 von denen und du spielst einfach mal und schaust, was da schießt. Kamt ihr auf 300 Punkte? Sehr ungewöhnliche Zahl. Ich weiß nicht, irgendwer hat mich gefragt, er braucht für was 300 Punkte. Und dann habe ich begonnen, 300-Punkte-Listen zu schreiben. Und ich bin dann schlussendlich, ich glaube, an dem Tag auf 25 Listen gekommen, die ich geschrieben habe. Angefangen von einer Khazad-Dûm-Liste aus 5 Schildträgern, die sich alle gegenseitig als Ziel haben. Fand ich einfach lustig und ein König von König der Mahouts mit 9 Halbtrollen und so weiter. Also du kannst schon ziemlich lustigen Scheiß machen. Das klingt auf jeden Fall nach interessanten Spielen. Ich habe mir schon gedacht, das als Videoformat zu bringen. Und zwar eine Standard-Ork-Armee, die immer gleich ist. Und dann verschiedene 300-Punkte-Listen dagegen austesten und schauen, was sie machen. Einfach den Schadensoutput zu vergleichen. Also meinst du dann auch bei Orks einfach rein Orks oder auch mit Helden aufgebaut? Naja, Hauptmänner. Also wirklich sta Okay. sehr, sehr standardmäßig, nichts irgendwie Spezielles, sondern einfach um zu sehen, was für ein Schadensoutput da einfach rauskommt. Dass man einfach mal so vergleicht, okay, was macht jetzt die, was macht jetzt die? Oder zum Beispiel, es geht sich auch aus bei 300 Punkten. Wir driften da vom Thema ab, aber ich fand es so lustig. Drei Gondor-Speerschleudern und drei Hauptmänner von Gondor. Und das bei 300 Punkten. Au. Das kann in zwei, drei Schussphasen, wenn du die hast, was durchaus meiner Meinung nach möglich ist, wenn du jetzt ein gutes Szenario hast. Kannst die 300 Punkte vom Gegner wegnehmen. Ja, wie sind dann aber, hast du dann schnelles Nach, nee, wie heißt es, schnelles Nachladen?
Nein, Also kannst. das ist jetzt nur standardmäßig. Okay. Also das sind wirklich nur die, was, Also die Standardausrüstung für 50 Punkte wahrscheinlich. genau. Das brauchst halt, weil 50 Punkte kostet der Hauptmann und du musst ja für jede Bärschleuder auch einen Hauptmann mitnehmen. Außer du schaust, ob du mit zum Beispiel Denethor günstigeren Helden mitnimmst, dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen handhaben. Stimmt. Was Aber kann das ist der was jetzt. kann der Mechanismus schnell feuern? Du hast dann zwei Würfel und kannst den höheren nehmen für die Ah, Anzahl okay. der Schüsse, die du Ja. hast. Also, aber gut, du brauchst 20 Punkte und Denethor bringt dir nur 15 ein. Kostet nämlich 25 der Demeter? Oder Nee, der kostet 35? 35. Okay. Ja, dann geht's Aber ich leider schaue nicht. nochmal nach, aber ich glaube schon. 35, ja. Das heißt, das bringt nichts. Aber mit 15 Punkten könnte man dann im schlimmsten Fall nochmal einen Hauptmann Pferd und Lanze geben. Ja, aber ehrlich gesagt spiele ich da lieber statt Denethor, weil der Denethor bringt mir in der Liste nichts. Dadurch, dass er Dings, spiele ich lieber einen Hauptmann dazu. Egal, wir sind arg weit vom Thema weg. Ja, jetzt sind wir gerade sehr weit weg vom Thema. Nein. Schauen wir uns einfach die Zweithelden an, die es als Möglichkeiten gibt. Und fangen wir einfach mal mit dem berühmtesten an. Das wäre Eomer. Wieso Eomer nicht als Hauptheld? Weil keine K4 und keinen anderen Vorteil, der ihn jetzt über Theoden stellen würde. Das Einzige, wo ich sagen würde, wo ich das vielleicht wirklich riskieren würde, ist, wenn ich weiß, welche Szenarien ich habe und ich habe Meister des Kampfes, wo mein Armeeanführer Kills machen muss. Ja, und wenn man wirklich sagt, okay, man möchte ohne legendäre Leben auf mehr oder weniger rein, also All Hero spielen, dann kann Ja. man auch auf Theoden eventuell verzichten. Stimmt, Weil dann das braucht wäre. man den Bonus für die Truppen sowieso nicht, wenn man keine Truppen hat. Und dann kann man auf Eomir als stärkeren Armeeanführer letztlich setzen. Stimmt auch, ja. Das könnte man sich überlegen und das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Weil da finde ich sogar ein Eomer deutlich interessanter als ein Theoden. Ja. Allerdings, wenn ich All Hero spiele, muss man auch dazu sagen, werde ich im Normalfall auf die legendäre Legion gehen. Es gibt wenig Gründe, die dagegen sprechen. Genau. Eomer hat einfach ein sehr starkes Profil, muss man sagen. Du hast die K5, was schon mal sehr wichtig ist. Du hast ein klassisches Dreierprofil, was schon mal super ist. Und kommst auf die V7, hast einen Hieb dabei. Also eigentlich ist er Grund auf so geil. Und noch eine ganz coole Sonderregel. Ja, die einfach nett ist. Wenn du es hast, finde ich es wirklich cool. Vor allem dann schnetzelt er halt nochmal Ärger. Der nimmt ein Mo der, der haut einen Mummack auf die 4. Auf die 4. Mit seiner Sonderregel auf die 4 im Angriff. Okay, ohne dicke Haut. Da kommen sie noch V7 mit der dicken Haut. Und durch Kommt ihr nicht Stärke auf 5. V8? Nein, V7. V6 haben sie ein Haus aus und V7 durch die dicke Haut. Dann habe ich meinen Mumak ganz falsch in Erinnerung. Wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre, also ich kann nicht, Ich schaue kurz nach. vielleicht bin ich jetzt eh gerade peinlich und mir So, fällt nein, ich muss ja. Steht ja im Regelbuch. Nee, steht nicht im Regelbuch. Steht beim Mumak. Mumak. Verteidigung 8. Ah, okay. Ja, okay. Dann haut das mit dicker auf so. Okay. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ein nicht dicke Haut Mumak auf die 4 zu verbunden. Beziehungsweise auch mega lustig einfach, du hast ja genauso einen Chakrat oder einen Gothmog auf die 4. Also. Ja, also ohne die Regel meinst du jetzt. Ach so, nein, die haben V7. Die haben Bin V7. raus, ja. Also du, aber einfach die Tatsache ist schon mal hart eigentlich, wenn du es überlegst. Ja. 300 Punkte, 40 Goblin-Stadtmodelle, okay, das ist lustig. Oder eklig, je nachdem. Ja, allerdings, wie gesagt, weißt du, das wäre ja nur eine Testreihe, diese Videoreihe, was das alles machen kann, was man so testen kann. Gut, jetzt kommt drauf an, was für Helden bei den 300 Punkten, also bei den 40 Der Modellen dabei. Goblin-König geht sich nicht aus und mit dem kommt man nur auf
32 Modelle. Das hast du schon alles ausgerechnet. Ja, da hatte ich schon eine Liste mit dem. Jo. Gut, dann Eomer sonst finde ich ihn eigentlich ziemlich cool, allerdings meistens einfach zu teuer. Also ich muss sagen, wenn ich Rohan spiele, habe ich meistens nicht die Punkte, um noch Eomer reinzuquetschen. Ja, also da sind wir bei einem Thema, das hatten wir auch vorhin schon mal ganz kurz angekratzt, also noch vorm Stream. Kommt eben darauf an, wie man die Armee aufbauen will. Wenn man in Ja. Richtung All Hero gehen möchte, dann hat man die Punkte für ein Eomir auf jeden Fall über. Also dann Richtig. sollte man sie auch einfach aufgeben, weil ein Eomir im Vergleich zu, in meinen Augen, jedem anderen Held bei Rohan seine Punkte auf jeden Fall mindestens gleichwertig wert ist. Und dann führt einfach in einer, ja, auch in der legendären Legion an Theoden, Gamling und Eomir einfach kein Weg Das vorbei. stimmt. Dann, das war's eigentlich mit Theoden. Schauen wir uns den nächsten Helden an, den ich mega finde. Relativ Gespannt. neues Profil, und zwar Dernhelm. Dernhelm ist ein absolutes Pflichtmodell, sowohl in der legendären Legion als auch normal, weil du einfach eigentlich zwei Helden reinbringst. Du hast die K5, du hast einen Hieb, du hast vier Attacken. Was schon geil ist, und fünf im Angriff, oder? Nee, vier im Angriff, Vier im glaube ich. Angriff, vier im Angriff, genau, zwei, drei, genau, vier im Angriff. Aber das ist halt schon richtig stark, weil da gibt es nicht so viele in der Rohan-Fraktion, die das zusammenbringen. Und was auch nochmal cool ist als kleines Gimmick, ist die Magieresistenz. Also alleine Ja, schon, wenn stimmt. man sich überlegt, man spielt Nebel des Krieges, dann hat man schon mal gleich zwei Helden statt nur einem und bringt noch Magieresistenz für beide mit. Also es ist schon Ist schon für die stark. Punktzahl ist Sternhelm einfach Abartig. umwerfend. Vor allem, dass Ja. der ist ein absoluter Modellfresser. Der ist super, um Kriege auszudünnen, einfach. Vor allem in Kombination mit Gamling ist er einer der stärksten Helden. Weil du einfach, dadurch, dass du eigentlich zwei Helden hast, jede Runde zwei Heldentum generierst. Das heißt, er kann einen Nahkampf ansagen und so hat sogar noch ein Heldentum über, um den Nahkampfwürfel zu modifizieren. Du Das kannst ist eigentlich richtig. auch schon ab Runde 2 theoretisch direkt Heldentum aufpowern, dadurch, dass du dann von Merry das Heldentum in der Runde 1 ausgegeben hast Ja, und dann kriegst du sieht man. direkt ab Runde 2 schon Heldentum und musst nicht, so hart wie es klingt, noch eine Runde warten, um kostenloses Heldentum zu bekommen. Vor allem, du setzt ja sogar drauf, den leer zu machen. Also Dernhelm willst du eigentlich leer machen, damit der wirklich reinhaut. Es ist auch, er ist allgemein einfach ein mega cooles Modell. Man muss auch sagen, theoretisch wäre es möglich, dazwischen Merry abzusetzen, wenn ich ihn irgendwo brauche. Das heißt, ich könnte sogar sagen, wenn ich einen Missionsmarker oder sowas halten muss, dass ich Merry vorher absetzen lasse. Beziehungsweise bei Vorstoß, wenn ich ihn über die gegnerische Kante bringe, zählt er auch als zwei Modelle. Also das ist auf jeden Fall schon ziemlich lustig. Das Einzige, was Zählt er. er nicht auch sowieso als zwei Ja, Modelle? das habe ich jetzt bei Vorstoß ohne Absitzen. Bei Vorstoß Ja, ohne okay. Absitzen als zwei Modelle und beim Missionszielmarker halten, habe ich gemeint Absitzen und dann weiterreiten können. Okay, ja. Weil Briten würde er ja auch schon als zwei Genau, Modelle zählen. aber ich habe jetzt gemeint im Sinne von, dass du halt zum Marker hinreiten kannst, mehrere absetzen und trotzdem noch mit deren Helm entweder versuchen, noch einen zweiten Marker zum Einnehmen oder wieder in den Kampf oder sonst irgendwas. Ja. Gut, dann fällt halt Dernhelm, glaube ich, direkt als runter und ist nur noch das Eowyn-Profil, oder? Nein, das gibt's bei denen gar nicht. Sicher. Soll Ich dachte, da gibt es man. irgendwas, das unter der und der Bedingung, dass dann praktisch Dernhelm als Eowyn gewertet wird. Warte, ich mach mal das schnell. Kann aber auch sein, dass es nur dann ist, wenn Merry stirbt. Nein, ich glaube, wenn Theoden stirbt. Theoden stirbt. Das wäre Dernhelm zum ist mit ersten Mal, Schiffen dass ich steht das höre zusammen in mit dem mir. Fall. Beide beginnen das Spiel beritten zusammen. Ist Solange er beritten ist, verwendet er statt den Regeln in Eowyns Profil die Regeln hier. Na, okay. Das heißt, nur wenn er absitzt, hast du das. Okay, also man braucht Mary nicht dazu. Gut. Genau, und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Das Einzige, was Dernhelm wirklich als großes Problem hat, ist, dass Dernhelm nur Stärke 3 hat.
Das heißt, wenn er nicht anreitet, killt er auch nicht. Im Normalfall. Oder nur sehr, sehr schwierig. Das stimmt. Wie ein einzelner Freund, aber beide bekommen ein H, widerspricht sich das nicht? Tod hat, nein, das widerspricht sich nicht, weil du, er erzählt nicht als ein Modell, das steht nicht drinnen, sondern das ist eins der wenigen Modelle mit einer zählenden Passagierregel. Das heißt, du spielst hier, du spielst so, als würde Mary einfach noch zusätzlich obendrauf sitzen und es zählt nicht als ein Modell. Das heißt, du kannst sehr wohl zum Beispiel getrennt auf Mary und Dernhelm schlagen. Da hat jeder sein eigenes Profil, seine eigenen Werte und so weiter. Genau. Das macht Dernheim einfach so mega stark, weil du einfach super H generieren kannst und eben auch bei Nebel des Krieges und solchen Sachen dann zusätzliche Helden einfach am Feld hast. Weil auf Merry denken dann viele nicht. Das heißt, dass man jetzt wirklich Merry wählen kann, denkt auch nicht jeder dran und so weiter. Genau, Roli, wie du sagst, das ist die Passagierregel. Ist, glaube ich, sogar fast das einzige Modell mit, also abgesehen von Mumak und Gorgoroth Bestie, glaube ich, fast das einzige Modell mit gültiger Passagierregel. Kannst. Jo. Was ich mir selbst für Fragen stelle. Nein, hast du recht. Ist das einzige mit funktionierenden Passagierregeln. Also. Finde ich ein bisschen schade, dass man Gandalf nicht mit Pippin spielen kann, jetzt wo sie schon das Modell produziert haben. Das stimmt, das Aber. verstehe ich auch nicht ganz. Allerdings, sie haben ja nie wirklich so gekämpft in der Form. Das ist auch wahr. Eis, die Magieresistenz haben wir schon besprochen. Also Dernheim ist ein super starkes Modell, das man einfach im Nachhinein dazu bekommen hat. Durch Gondor at War, und den möchte man eigentlich nicht missen. Der haut schon richtig rein. Gut, wir nehmen als nächstes bei den möglichen Zweithelden. Können Erkenbrand nehmen als den großen Verlierer der neuen Ja, Edition. den würde ich nicht mal als Zweithelden einordnen. Okay. Da kommt jetzt eigentlich nochmal die Runde dazu. Gut, aber nicht gut genug, dass er wirklich gespielt wird. Weil das Problem, halt, wir können Erkenbrand dazu nehmen, dann gehen wir nämlich einfach ein Stück runter und schreiben das gleich mal hier unten irgendwo hin. Gut, aber nicht so gut. Helden. Mir ist noch kein besserer Begriff eingefallen, vielleicht falls einen von euch. Machen wir da oben kurz einfach einen. Optionshelden vielleicht. Ob das. Oh, das ist. Oh. Das ist mal ein schönes Wort. Option Helden, Erkenbrand. Ja, Erkenbrand, großer Verlierer, wieso? Er gibt nicht mehr die K4. Das ist natürlich eins, sein Horn ist immer noch geil und er zählt nur mehr als Standarte für die Rotschilde und das ist keine Sache, die sonderlich gut ist. Was ihm natürlich schon eine Power gibt, ist, dass er ein K5-Held ist. Das ist relativ geil. Und einfach, dass sein Horn ihm plus 2 Mut gibt. Das heißt, gerade du hast eigentlich Elben auf dem Feld. Aber der große Nachteil ist einfach ein Erkenbrand. Es gibt so viel starke Modelle, die deutlich wichtiger sind in der Fraktion, dass du auf Erkenbrand nicht zurückgreifst. Und bei einer All-Hero-Liste wäre grundsätzlich interessant, aber dadurch, dass man All-Hero eigentlich immer die legendäre Legion spielt, kann man Erkenbrand hier nicht einsetzen. Und deswegen fällt Erkenbrand eigentlich fällt Erkenbrand inzwischen raus. Drum ist Gut, wenn ich jetzt Erkenbrand aber auf ein Verlierer. eine 1000-Punkte-Liste gehen würde und will nicht unbedingt die Königliche Legion spielen, dann könnte man, ja gut, ist die Frage, dann würde ich wahrscheinlich auch anfangen mit Theoden, Eomir, Gamling, Theodred, Dernhelm, Erkenbrand. Dann würde ich ihn tatsächlich nutzen. Wahrscheinlich ja. Also wenn man jetzt sowieso sagt, man will noch Theodred dabei haben, dann könnte man eventuell noch überlegen, also Erkenbrand Ja, mitzunehmen. stimmt. Nur kurz zum Chat. Tschüss, Andreas. Danke, dass du dabei warst. Und an Herr Lemming. Erkenbrand kommt bei mir sehr spät. Elfhelm, Deowein und Hauptmänner kommen eigentlich immer vorher bei ihm. Genau, das ist halt leider.
Schade fand ihn immer einer der Modelle, welche am besten aussahen, besonders wenn man die alten Minis bedenkt. Das stimmt. Er ist ein wunderschönes Modell eigentlich. Allerdings, er ist solide, aber es gibt halt leider bei niedrigen Punkten, ich sag bewusst niedrigen Punkten, viel mehr, was viel interessanter ist. Leider korrekt. Dann gehen wir zurück zu den normalen Helden. Bevor ich das aber tue, müsste ich euch jetzt ganz kurz für eine Sekunde wegschalten. Also bitte lasst, gebt es mir eine Minute. Und zwar, der Hund jammert jetzt die ganze Zeit. Ich lasse ihn nur kurz raus, dass er aufs Klo gehen kann, und ich bin in einer Minute wieder da. Weil sonst jammert man dir noch die ganze Zeit die Ohren voll. Und ich will sie auch nicht quälen. Ich bin gleich wieder da. Lukas, ich schalte dich dabei auf stumm, wenn dich's nicht stört, außer du willst weiterreden. Weiß nicht, wenn jemand ein Thema hat, kann ich gerne versuchen, eine Minute Monolog zu füllen. Stimmt, dann schalte ich einfach nur mich weg. Okay. Ja, also kommt drauf an. Also je nachdem, wie man halt spielen will. Jetzt bin ich alleine auf dem Bildschirm zu sehen. Verrückt. Ja, also. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ihr schon Rohan spielt. Das könnt ihr auch gerne mal sagen. Es gibt uns natürlich auch noch mal ein bisschen die Möglichkeit, darauf einzugehen. Erstmal, jetzt habe ich die Zeit. Hi Benny, auch du seist auch noch mal gegrüßt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Minas Mavro for the win. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute gerade dabei sind, die mich jetzt eigentlich schon persönlich kennen. Auch die Nachkommen grüßend will ich noch mal grüßen und genau, jetzt mal sehen, wie lange. Mich hier eigentlich braucht, um einen Hund rauszulassen. Aber ja, auf jeden Fall, also ich finde Rohan ist einfach eine sehr interessante Fraktion. Ich nehme mal an, dass wahrscheinlich die meisten von euch auch schon mal Rohan gespielt haben oder mit der neuen Starterbox vielleicht anfangen, eine Rohan-Armee aufzubauen. Ja, also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Ich finde es eine ziemlich interessante Armeeliste, die man sehr verschieden aufbauen kann. Und entsprechend kann ich jedem eigentlich mal ans Herz legen, auch zu sagen, okay, ich will mal Rohan ausprobieren und auch eine komplett berittene Armee spielen, weil ich persönlich finde, dass es schon nochmal ein großer Unterschied ist, ob ich eine Standard-Armee irgendwie aufbaue und mit der einfach auf meinen Gegner zulaufe oder ob ich mit einer sehr mobilen Armee irgendwie versuchen muss, meinen Gegner möglichst nach Möglichkeit mit Rohan gerade schon auszudünnen, bevor ich groß in die Nahkämpfe gehe, damit ich meine Siegchancen möglichst optimiere. Und ich glaube, Michi ist wieder da, wenn ich es richtig sehe. Michi ist wieder da und lauscht dir gespannt. Fühle mich geehrt. Nein, ich habe mir gerade gedacht, was redet er so? Vielleicht lerne ich auch noch was. Ja, ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin, was ich eigentlich sagen kann, will. Was schreibt, um was geht's? Der Roli hat noch geschrieben, Strategien gegen echte Brocken wie Balrog, Sauron, Drache, solltet ihr noch den Helden mal anschauen. Deswegen werde ich Rohan nicht spielen. Also ich schaffe es nicht, eine All-Mounted-Armee zu malen, deswegen werde ich Rohan nicht spielen. Das ist ein Riesenproblem an Rohan, dass du so viel malen musst. Weil du musst dir die ganzen Dismounted-Modelle anmalen, du musst die Mounted-Modelle anmalen, du hast so viele Pferde und alles, das ist echt der Horror zum Anmalen. Ja, vor allem ein berittenes Modell dauert gefühlt 3 bis 4 Mal so lang wie ein normaler Krieger. Das stimmt und das ist Und die echt. normalen Krieger hat man ja trotzdem auch noch. Ja, also wirklich, also Rohan anmalen ist echt zum Kotzen. Gut, echte Brocken wie Balrog. Besprechen wir das doch gleich, wenn schon offen ist, bevor wir es vergessen. Wie würdest du ein echtes Riesenmodell angehen? In erster Linie würde ich es versuchen, sofern es geht, erstmal ein bisschen außen vor zu lassen. Weil neben dem großen Brocken gibt es auch noch kleine Klein Mist. Soldaten. Genau. Und wenn es mir hilft, dann versuche ich den kleinen, wie du es so schön sagst, zu eliminieren, um dann eben nach Szenariobedingungen schlicht und ergreifend das Spiel zu gewinnen, ohne den Balrog groß zu würdigen. Wenn ich mehr oder weniger dazu gezwungen bin, den Balrog zu töten, oder Sauron muss ich töten, wenn ich ein Spiel gewinne, weil brechen kann ich sie sonst nicht, die Armee, dann wird es unangenehm. Also Wobei, dann muss brechen ich ist ja halt teilweise versuchen. wurscht, weil die Armeen, die bei 25, also die Szenarien, die bei 25% enden, ist es ja wurscht. Weil Genau, 25% kommst du runter. da habe ich dann nochmal Glück gehabt. Da kann ich dann genauso vorgehen wie eben beim Balrog. Einfach versuchen, Sauron zu ignorieren,
den jede Runde nach Möglichkeit mit einem einzelnen Rohan-Reiter zu füttern, dass er irgendwas zu tun hat und mir aber jetzt nicht jede Runde möglichst einen Helden vom Pferd schlägt oder den sogar komplett. Und dann also einfach nach Szenariobedingungen das Spiel versuchen zu gewinnen und ansonsten logischerweise die Standardsachen, also einkreisen mit dem Held mit der höchsten Kampfkraft, das ist bei Rohan leider einfach nur K5, mit dem Hieb ansagen, hoffen, dass ich die 5 würfe und dann, Oder eher keine 6. oder er einfach keine 6, das ist natürlich die andere Option mit nur Weil 4 Würfeln. vor allem du wirst im Normalfall das Heldentum haben, um dich auf eine 6 hochzubringen. Ja. Also im Zweifelsfall, wenn ich das Modell einfach wegkriegen muss, dann gehe ich mit allen drauf, was geht, außer die Modelle, die dem Gegner Punkte bringen. Das heißt, zum Beispiel Theoden oder wenn es Nebel des Krieges ist, halt irgendein Zweitheldenmodell, je nachdem was ist. Und dann mit allen drauf, was irgendwie geht. Da kann man eh nicht alles umhauen im Normalfall, außer es ist der komische Troll, der was auf alle gleichzeitig haut. Oder Sauron. Oder Sauron. Und Weil dann. da sind dann die Pferde nämlich auch mal gleich alle weg. Genau. Und Aber dann tut es sonst. richtig weh. Da, wenn ich da ein, wenn ich am Balrog, wenn ich den so reinquetsche zwischen Rohan-Reiter, dann geht der auch flöten irgendwann. Irgendwann, ja. Von dem her, im Zweifelsfall kann ich das auch machen, aber wie du sagst, ich würde einfach ignorieren. Ich muss nicht jedes gegnerische Modell beachten. Jo, welchen Zweithelden nehmen wir denn als nächstes vor? Ich würde sagen, Theodret. Theodred kann man nehmen, ja. Wann spielt man Theodred? Theodred kann man natürlich nicht in der legendären Region spielen. Ist aber als Modell, finde ich, extrem stark. Er ist ein Held mit einem mega Schadensoutput, dadurch, dass er, wenn er angreift, auch noch Verwundungswürfe wiederholen kann. Das heißt, im Angriff 4 Attacken, Stärke 5, K5 und darf sämtliche Verwundungen wiederholen. Das heißt, der frisst. Allerdings hat er einen riesen Nachteil, er muss angreifen, wenn er kann. Ich finde ihn grundsätzlich sehr solide. Er ist ein starker Held, vor allem für seine 100 Punkte hat er ein wirklich Bombenprofil. Das Einzige, was man bei ihm, vor allem noch mit einem Hieb dazu, das finde ich sehr, sehr wichtig. Also du kriegst mit Theodrin einen Hieb dazu. Aber was sehr, sehr wichtig ist, dass du einen Helden mit mindestens gleicher Heldenstufe mit hast, damit nicht Theodred der Armeenführer ist. Weil mit zwei Leben und einem Schicksal und der Pflicht anzugreifen, ist er schon sehr, kann er sehr leicht, kann's le sehr leicht nach hinten losgehen. Was man da eben machen kann, um zu verhindern, dass er angreifen muss, ist ihn am besten vielleicht sogar Einzugreifen. nur in die zweite Reihe oder komplett einzukreisen oder halt in die zweite Reihe zu stellen, weil dann kann man sich trotzdem auf, sagen wir, 8 Zoll ranbewegen. Aber wenn er ja nicht außenrum um meine Schlachtreihe drumherum reiten kann und meine Reiter und noch angreift, dann ist er ja faktisch auch nicht in der Lage anzugreifen und dann muss er es auch nicht. Dann Genau. kann man das Ganze noch so ein bisschen umgehen. Einkreisen ist die komplett sichere Variante. Richtig. Allerdings, man muss halt einfach dazu sagen, dass gerade im Late Game, wenn du nicht mehr die schönste Formation hast und sowas und eigentlich mit ihm weg willst, dann das Ganze schon nicht mehr gehen kann. Wobei man jetzt auch sagen muss, also je nachdem, in welchen Szenarien will man mit seinem Nicht-Armee-Anführer am Ende tatsächlich da unbedingt eigentlich Nein, mehr oder nicht, ich weniger. sage nicht der Armeeanführer, deswegen sage ich, er sollte nicht der Nee, meine ich Armeeanführer sein. also mit dem Nicht-Armee-Anführer. Wann möchte man da schon groß aus dem Getümmel raus? Nein, Also mit einem Zweithelden will ich eh nicht raus. genau, das meine ich. Und wenn ich ihn nur als Zweitheld mitnehme, dann kann er Genau. ja auch im Getümmel. Deswegen sage ich, ist es so wichtig, mindestens einen anderen Helden Okay. mit Ru einen ruhmreichen Helden mitzunehmen. Das heißt, es bleibt sowieso entweder es muss Eomer dabei sein oder Theoden, wenn ich Theoden jetzt spielen möchte. Einfach um hier nicht in die Gefahr zu laufen, dass man aufgrund der Sonderregel meiner Meerenführer stirbt. Aber ich habe ihn letztens erst auch mal gespielt beim Spaßspiel. Er hat richtig gefressen. Der Kann ich mir gut Theodred vorstellen. frisst wie Sau. Vor allem, der frisst auch Helden relativ leichtsam. Weil er verwundet sehr gut und darf alles wiederholen, weil mit Stärke 5 ist auch ein, eben, nehmen wir ein Chakrat her mit V7, den verwunde ich auf die 5. Wenn er am Boden liegt, habe ich 8 Attacken. Das ist durchschnittlich, Ah, das sind schon fast 3. Zweieinhalb Wunden und dann kann ich das alles wieder noch einmal wiederholen. Das heißt, ich komme irgendwo auf 4 bis 5 Wunden, die ich mit ihm schlage.
Und das Also ist der schon Fluch richtig für deinen böse. Gegner. Also da ist Theodred extrem stark, vor allem wenn der wirklich auch gegen Truppen. Also bei dem kann man den heroischen Nahkampf, wenn er angeritten hat, eigentlich immer ansagen, er frisst und er tötet. Ist Er ein ist auch Megatyp. selbst, wenn er nicht angeritten ist, trotzdem noch durch die Wiederholung der Schadenswürfe natürlich immer noch ein relativ Nein, weil wenn guter. er nicht angeritten hat, dann darf er nicht wieder, darf er nicht wiederholen. Das gehört bei ihm zum Charge dazu. Ah, stimmt. Das heißt, er Korrekt. profitiert sogar dreifach vom Charge. Ja. Weil sowohl die Stärke, also der Armee-Bonus, der Reiterbonus und seine Armee eigene Sonderregel profitieren alle vom Charge. Das haut gut rein. Also er ist schon richtig cool, ich finde das Modell super. Leider kriegt man ja zu Fuß eigentlich fast nicht mehr. Ich habe mir gedacht, den Wer weiß, könnte. vielleicht kommt er neu mit Rohan Ja. Motor. Ich habe mir gedacht, den könnte man eigentlich relativ gut aus dem neuen Theoden bauen. Wenn du eine Idee hast, gib mir gerne Bescheid. Ich habe noch eine Set, also einen Box zu Hause liegen. Ich habe eine Idee, ich plane schon die ganze Zeit, wie ich ihn baue, aber das ist überhaupt kein Problem von der Pose vom Theoden. Weil wenn du ihm einfach statt dem Schild, das ist ja separat, das ist ja noch nicht angeklebt. Wenn du ihm einfach statt dem Schild, das er hoch, also dass er Rechte Hand hält. statt ein Schwert, so ist statt dem Schwert, was er nach oben hält, gibst du Theoden das Schild. Weil Theodred ist ja kein Linkshänder im Gegenteil zu Theoden. Das heißt, er hält das Schild nach oben, das zweite Hand nach unten, da kannst du ihm dann noch das Schwert in die Hand drücken, irgendwie, dass er es nach unten hält und dann einfach noch einen Kopf tauschen und du hast ein eindeutig anderes Modell, das aber von der Rüstung her nämlich genauso dieselbe hat wie Theodred. Die beiden haben nämlich sogar dieselbe Rüstung. Okay, du meinst in dem Fall dann nur den zu Fuß umbauen, den Berittenen. Ja, genau, nur den zu Fuß jetzt. Okay. Den Berittenen finde ich jetzt gar nicht so wichtig zum Umbauen, weil da gibt es ja ein Modell. Den gibt es auch, glaube ich, noch ziemlich häufig. Den kriegst halt dadurch, dass er in die Diagostini-Hefte dabei war, ist der eigentlich, sage ich mal, für 6 Euro kriegst du einen Theodred beritten. Das Problem ist halt wirklich die Zu-Fuß-Variante. Aber der ist auch ein Ziel von mir, dass ich mal den noch umbaue. So, aus einem Theoden. Gefällt mir richtig gut von der Idee her. Vor allem, es ist einmal Es ein wäre eine Held. Idee auf jeden Fall, ja. Vor allem, ich finde es ganz cool eigentlich von der Idee her, dass mal ein Held das Schild in die Höhe reißt. So. Das wäre das einzige Modell, das mir einfällt. Und das Eben. auch als nur Umbau. Aber das wäre ziemlich cool. Steht auf meiner To-Do-Liste. Aber Theodred auf jeden Fall, cooler Held, gefällt mir gut und ist eben ein Schnetzler. Ein toller Schnetzler. Und ich vermute, dass mit Rohan et Roar mindestens eine ich sage immer königliche Legion, legendäre Legion rund an den Furten des Isen tatsächlich erscheinen wird. Das Und je kann ich nachdem, mir was. vorstellen, allerdings stelle ich mir das richtig schwierig vor. Weil wen hast du auf dem Isen gehabt? Du hast gehabt Theodred, Erkenbrand und Gamling. Ah, nicht Gamling, Grimbold. Und dadurch hast du eigentlich die Mischung aus Infanterie und Kavallerie. Und Gut, du das. musst ja. Es ist die Frage, ob du alle drei mitnehmen müsstest. Aber ich meine jetzt nur von der Idee her. Finde ich halt einfach sehr interessant, wie du das aufbauen willst. Also wie du Oder ja. vielleicht kriegt Grimbold endlich sein Pferd. Das fände ich viel interessanter. Das ist eigentlich auch echt endlich mal dringend notwendig. Das finde ich eh so unnötig. So hat er als einziger kein Pferd. Und der Jäger des Königs. Wieso kriegt er kein Pferd? Der wäre beritten, sau cool. Den würde ich sofort beritten spielen. Ja, jedes Rohan-Modell kann Pferd haben, nur die beiden. Legendäre Legion mit der God at War werden wir eh noch sprechen. Ah, stimmt, Elfhelm war auch auf der Schlacht des Isen. Ja, stimmt. An den habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Der würde auch gut passen. Den finde ich auch deutlich interessanter. Dann nehmen wir den nächsten Zweithelden und zwar ist das gleich Elfhelm. Bleiben wir gleich bei Elfhelm. Elfhelm finde ich persönlich sehr gut. Er hat halt als einzigen Nachteil die K4. Was ich einfach schade finde. Aber was ihn, finde ich, extrem interessant macht, ist die heroische Zielgenauigkeit. Und zwar, wenn ich jetzt wirklich in einer normalen Gondor-Liste viele Reiter von Rohan mit habe, also nicht All Heroes, sondern normalen Rohan-Liste, dann kann das einmal wirklich einen großen Unterschied machen, dass ich diese heroische Zielgenauigkeit mit habe. Vor allem in Kombination mit Gamling kann ich ja davor schon voll lange ballern.
Und die Roger Ziegenhäuser halt jede Runde raushauen und den Gegner einfach damit die ganze Zeit verarschen. Der Ausdruck gefällt mir auf jeden Fall. Seinen Gegner zu verarschen. Na, aber Finde ich ich gut. finde, genau das machst du damit eigentlich. Ja, Weil. also du kannst halt problemlos 3 Runden mit heroischer Zielgenauigkeit schießen und kannst dann in Kombination mit Gambling halt einfach weiter. Und ja. Und vor allem, das ist ja eine Möglichkeit, wie Rohan zu spielen ist, wenn man nicht unbedingt All Hero spielt, ist dieses Taktieren. Das heißt, ich habe relativ viele Bogenschützen mit, ich habe relativ viele Bögen und kann den Gegner einfach mal ausdünnen. Und wenn ich dann auch noch die Möglichkeit auf eine heroische Zielgenauigkeit habe, das heißt, der Gegner kann sich nicht einmal wirklich von mir verstecken, ist das echt hart. Drum, ich finde, Ja. der gibt schon echt viel. Vor allem für seine Punkte, man muss ja sagen, er kostet ja nicht einmal viel. Für 65 mit Pferd 75 Ja, Punkte ist. das ist grundsolide für einen, für den Helden, den man eigentlich kriegt. Und man muss auch sagen, ich finde ihn einfach als Profil extrem lustig, weil durch die Wurfspeerfähigkeit, er hat einmal die Wurfspeer von Haus aus, finde ich schon cool. Und diese Wurfspeerfähigkeit ist einfach so lustig. Weil einfach immer wiederholen, das heißt, der haut schon mal ordentlich rein mit seinem, kann schon, der tötet halt ziemlich wahrscheinlich auch mit einem Wurfspeer. Ja, ich sehe auch gerade, Benny, also Herr Lemming, schreibt auch gerade, dass er die Sonderregel extrem gut findet. Ich habe schon einige Spiele gegen seine Rohan-Liste gespielt und irgendwann ist es so, okay, Elfhelm trifft nicht, Elfhelm wiederholt, Elfhelm im Wegtest, bleibt hängen, wiederholt, kommt durch, verwundet, verwundet nicht, wiederholt. Es ist irgendwann so ein bisschen als Gegner, du denkst dir, okay, jetzt hat er wieder 5-mal gewürfelt und am Ende ist nichts passiert. Aber gut. Gehört dazu. Das gehört dazu, aber es ist einfach. Die Sonderregel ist nicht wichtig, aber sie ist einfach lustig. Ich finde, das gibt dem Modell Charakter. Wenn man hätte Ähnlich wie noch. bei Eomir beispielsweise Ja, vorhin mit der Armee. genau. Das ist keine Armee, die Sonderregel ändert nicht viel, aber sie macht das Profil einzigartig. Die gibt ihm das Profil was Besonderes, weil, ganz ehrlich, selbst wenn er diese Sonderregel nicht hätte, wird das am Profil genau nichts ändern bezüglich der Spielbarkeit. Also scheißegal, dass er diese Sonderregel hat, aber sie ist einfach, sie macht das, sie rundet das Modell einfach sehr schön ab. Wahrscheinlich wäre auch kein Punkt günstiger Genau, ohne diese. deswegen meine ich, das kostet nicht viel, kostet nichts und so weiter. Finde ich einfach lustig und gut. Und du kannst ihn sowohl in der legendären Legion als auch so spielen. Ich finde ihn einfach einen coolen Helden. Meine, auch gerade wenn man ihn mal vergleicht mit einem normalen Rohan-Haupt, wo haben wir den? Jetzt nichts Falsches erzählen, was Punktkosten angeht. Okay, der Captain von Rohan kostet, der braucht ein Schild, um auch auf die V6 zu kommen. Dann kostet er schon mal 50, Pferd 60, Und Wurfspeer, wenn es denn auch Wurfspeer mit 65. 65. 10 Punkte wäre Also billiger. 10 Punkte und hat ein Heldentum weniger. Ein Heldentum weniger trifft um eins schlechter. Muss Ja. man auch dazu sagen. Hat natürlich die heroischen Taten nicht in der Form. Und allerdings dafür kommt der Hauptmann auf die K5, wenn man ihn mit Theoden spielt. Ja. Das ist halt der große Vorteil dagegenüber. Und wenn wir gerade schon dabei sind, bleiben wir gleich beim Hauptmann. Okay. Der Hauptmann hat, finde ich, genau zwei Berechtigungen, warum man ihn spielt. Einerseits, weil er eben auf K5 kommt, das heißt gerade in einer All-Hero-Liste mit bei Gondor, also bei Theodens Reiter, spielen ihn sehr viele. Ich mag ihn nicht, weil ich denke mir einfach, ich habe so viele schöne namhafte Modelle, da spiele ich keinen Hauptmann. Bin ich einfach persönlich dagegen. So, das ist mein Problem mit der EOR-Liste. Ja. Ja, natürlich, aber da habe ich es einfach nicht. Allerdings eine Sache, die ihn schon berechtigt ist, er hat einen Marsch. Also Marsch beritten ist ziemlich cool. Das kann Weil schon mal wirklich wichtig sein, dass ich wohin komme. vor allen Dingen, dann mache ich halt 2 Märsche, habe noch einen Gambling dabei, kann danach weiterhin jede Runde einen Marsch ansagen, Genau. kann 7,5 Zoll reiten, kann trotzdem weiterschießen und mein Gegner kann vielleicht nur 6 laufen. Allerdings hast du gerade eine Sache gesagt, wenn ich Gambling habe, habe ich sowieso einen Marsch. Stimmt. Gambling hat ja auch den Marsch. Und Theoden auch. Theoden hat den Marsch. Theoden hat den Marsch.
Tatsächlich. Das heißt, du Einer der brauchst den Hauptmann wenigen. eigentlich nicht. Gibt es mehr als nur ihn als legendären Held, der wirklich einen Marsch kann? Kann Aragorn König einen Marsch? Nein, aber ich der Hexenkönig kann ihn, wenn ich mich nicht irre. Oh, das wäre auch das erste Mal. Ich habe mit ihm jetzt so lange gespielt als Vorbereitung für die DM und keine Ahnung, ob er einen Marsch kann. Nein, kann keinen Nein, Marsch. kann kein Marsch, okay. Ich hab da. Ringgeister können im Marsch, okay, aber das ist jetzt nicht relevant. Ja, genau, normale, namenlose Ringgeister können. Aber zum Beispiel Lurz kann im Marsch und der ist eigentlich auch der Armeeanführer in den meisten Fällen. Gerade mit seiner Sonderregel spielt man den eigentlich sowieso immer als Armeeanführer. Außer man will zwangsläufig einen Zauberer dabei haben. Genau, also ich sag Saruman, da muss schon viel Punkte sein, dass das Sinn macht. Ich schaue jetzt gerade die ganzen Armeeanführer durch. Der König von Kant kann den Marsch. Aber da sind wir auch wieder bei einem Reitervolk. Suladan kann den Marsch. Der König von der Haradrim nicht. Der König von Kant ist aber nur ruhmreich, oder? Der ist nur ruhmreich, glaube ich, ja. Okay. Ruhmreicher Held, ja. Weil dann hätten wir tatsächlich nur zwei legendäre Helden mit Mar. Ah, außer Azog könnte ein. Ich würde sie ihm zutrauen. Ja, wahrscheinlich. Allerdings, ich habe jetzt die Hobby-Profile nicht da, also das kann ich jetzt gar nicht schauen. Ich kann kurz nachschauen. Ja, dann mach das mal. Ob wir jetzt. Das ist jetzt interessant, einfach vom Ding her. Aragorn Also ist nur ich ruhmreich, der ist gar nicht legendär, das ist ja arg. als Aragorn, als Gefährte, ja. Ja. Da ist der einzige legendäre Held in der Liste des Gandalf. Ja, Azog kann einen Marsch. Was Sind für wir eine bei drei Überraschung. Helden? Aragorn kann auch einen, sind wir bei vier Helden? Also Elessa, Aragorn. Sind wir bei vier legendären Helden, die einen Marsch können? Kann der Goblin-König einen? Schaue nach. Wie viele legendäre Helden gibt es im Hobbit überhaupt? Nein, kein Marsch beim Goblin-König. Dein? Ich glaube nicht. Ah, vielleicht nee, von den Elbenhelden kann, glaube ich, auch keiner mehr. Nein, dein. Oh, Bart vielleicht noch. Das ist jetzt Nein, interessant. Bart auf jeden Fall mal auch nicht. Ich Gwaii nehme an, auch nicht. da hast du Durin noch gerade auch nicht. nachgeschaut. Ja. Thorin nicht. Ich glaube, dein ist der letzte Balin legendäre kann Held. einen. Balin kann einen. Ist Balin Ist legendär? legendär, ja. Ui, tatsächlich kann dein einen Marsch. Dann sind wir bei sieben Helden. Also es sind eigentlich gar nicht so wenig, wenn man dann wirklich Sind mal alle doch durchkann. mehr als man denkt, ja. Ja. Aber du denkst meistens nicht so weit, weil du bei denen einfach das Heldentum aufheben magst. Ja, dafür nimmt man ja extra normalerweise Hauptmänner mit. Also das mit Theoden würde ich nur in absoluten Ausnahmefällen den Marsch ansagen, würde ich gar nicht sagen, weil wenn ich Gamling dabei habe, ist mir das Heldentum wurscht. Ich kann es eh wieder, ich hole es eh wieder. Klar, aber dann könntest du sie auch mit Gambling ansagen. Eh, natürlich, wenn es soweit ist, eh. Aber ich meine jetzt nur, also ich finde, ich sehe Ja. jetzt keinen Grund, wieso ich es nicht ansagen würde. Und der letzte Zweitheld, den wir eigentlich in der Liste haben, ist meiner Meinung nach Deowyn. Deowyn ist halt ganz cool, weil du kriegst für relativ wenig Punkte, also 85 mit Pferd, noch einen K5-Helden mit V7. Hat ebenfalls einen Marsch und einen Hieb. Gerade als ich finde es ganz wichtig, immer noch möglichst viele Helden mit Hieb dabei zu haben. Gerade mit nur K5 dauerhaft. Gerade wenn man nur K5 dauerhaft hat. Genau. Also es gibt ja keinen einzigen Helden bei Rohan, der K6 mitbringt. Allerdings, was man bei ihm sagen muss, seine Armee-Sonderregel ist ähnlich wie die vom Elfhelm, einfach nur nett. Brauchst sie nicht, aber sie ist nett. Ganz selten, Kann dass du wirklich dazu im kommst, die richtigen Moment einzusetzen. kann sie was bringen. Allerdings, was man sagen muss, wenigstens muss er nicht so nah dran stehen wie ein Schildträger von den Zwergen. Mit 12 Zoll hast du zumindest vernünftige Reichweite. Das stimmt, ja. Allerdings ist auch die andere Frage, wie häufig ist man tatsächlich mit Rohan so breit auseinandergegangen?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also mit Rohan ist Also man so ja weit schon auch auseinander, meistens dass man, ja, relativ stimmt. zentriert. Das stimmt. Allerdings, ich muss sagen, so kannst du ihn wenigstens am anderen Ende der Schlachtreihe spielen. Ja. Und da 12 Zoll, weil 6 Zoll bist schneller mal auseinander und 12 Zoll, da musst du wirklich weit weg sein voneinander, dass sich das nicht mehr ausgeht. Gut, sonst Deowain ist, finde ich, vor allem interessant in der legendären Legion, eben wegen der K5, der dauerhaften. Und drei Heldentum, also so ist er auf jeden Fall ein super Held und eine super Möglichkeit, einfach hier nochmal zu spielen. Vor allem für 10 Punkte mehr als Elfhelm kriegst halt doch deutlich mehr. Eben die K5 ist da schon und K5 und V7 machen schon einen riesen Unterschied. Gerade gegen Mor also jetzt Morannon Front macht jetzt K5 nicht so großen Unterschied, aber wenn man jetzt gegen Schwarze Numenora und Morannon Orc spielt, Ja. dann hat man K5 ist höher und die V7 rettet Dass du einen nicht so auch. schnell Leben verlierst, Genau. also ist schon richtig cool. Uns brechen die ganzen Zuschauer weg. Sind wir irgendwie so langweilig, Leute? Vielleicht hätten wir nicht so viel über Marsch reden sollen. Ja, wobei ich finde das wirklich interessant, über solche Sachen auch mal zum Quatschen. Halt eher so ein bisschen querfällt ein durch Ja, alle Lücken. eh. Aber man muss auch einfach sagen, man hat bei Rohan einfach so viele Helden, worüber man reden kann. Aber reden wir weiter. Wir gehen weiter zu den Optionshelden. Da fallen mir nämlich jetzt noch auf die Schnelle zwei ein. Das eine ist Hammer. Hammer ist wirklich einfach nur nett. Er ist einfach ein Hauptmann. Er ist ein guter Hauptmann, das war's. Sonst hat er keinen großen Vorteil. Er kommt halt nicht auf die K5, dafür hat er ein Heldentum mehr und ist einfach Leibwächter. Das heißt, das ist der einzige Vorteil. Und er hat halt keinen Hieb. Aber sonst ist er eigentlich wie ein normaler Hauptmann. Also Ja. nett, vor allem wenn du einfach sagen willst, okay, du willst namhaft spielen, dann kannst du halt Hammer spielen, weil du eh genug andere Märsche hast. Aber sonst ist er eigentlich nicht jetzt irgendwie mega und verdient jetzt auch nicht irgendwie, dass wir jetzt lange drüber reden. Nee, Und für das eine, also für das eine Heldentum zahlt man die 5 Punkte entsprechend und ja. Man kann aber auch V7 kommen, wenn man noch ein Schild mitnimmt. Das kann man, glaube ich, beim normalen Hauptmann nie. doch, schwere Rüstung, Schild kannst du im normalen Hauptmann Ah, kaufen, ja, kommst du auch auf okay. V7. Dann habe ich wieder nichts gesagt. Du bist ziemlich ähnlich eigentlich mit dem normalen Hauptmann und ihm. Und natürlich, wer noch ein Optionsheld ist, meiner Meinung nach, ist einfach Merry. Merry kann ganz interessant sein, wenn du nur mehr wenig Punkte hast, weil du sagst, es geht sich nicht aus und du kaufst ihn dafür ein Pony, dann kann er ganz interessant sein in Kombination mit einem Gambling, um heroische Bewegungen anzusagen. Ist einfach Pony hat 8 Zoll Bewegung. 8 Zoll, ja. Ist jetzt nicht unbedingt die priorisierte Sache, aber wenn du jetzt irgendeine Armeeliste hast und dir bleiben genau 30 Punkte über und du kannst sie nicht ausgeben, indem du jetzt einen Deowain durch einen Eomer austauscht oder sonst irgendwas, könntest du noch Merry mitnehmen, um eben Ja, das zu oder man machen. keine 2 Reiter mitnehmen möchte, Na, weil wenn man man keinen sagt, Platz es. mehr hat, habe ich gemeint. Ach so. Und wer noch zu den zwei Optionshelden gehört, ist einfach Eowyn. Aber das Problem ist halt einfach meistens, da kommt deren Helm immer vor Eowyn. Weil sonst ist sie genau gleich. Du hast keinen Unterschied. Und da spielt man halt dann doch lieber gleich deren Helm. Vor allem dann hast du eigentlich das Problem, also dass du Merry und Eowyn in einem gleich abgedeckt hast. Und ich finde Sternhelm auch irgendwie thematisch einfach ein schönes Modell. Also sowohl auch, es ist auch ein schönes Modell vom Modell an sich, Ja, aber auch genau. von dem Hintergrund und allem finde ich es Genau. einfach super Da cool. finde ich Dernhelm sogar interessanter als Eowyn, weil Eowyn war nie in einer Schlacht wirklich, so als Eowyn. Und Dernhelm aber schon. Und deswegen finde ich Dernhelm einfach viel schöner von dem her. Lesen wir kurz Kommentare. Wir hören gespannt zu. Der Totwart ist da. Das freut mich, dass ihr gespannt zuhört. Sowas motiviert einfach, wenn wer da ist. Und wenn Dings. Du bemalst gerade 80 Basen. Holy shit! Was machst du? Goblinstadt? Oder 80 Basen? Moria? Ja. Oder Seestadt wird vielleicht auch gehen. Auenland? Irgend sowas? Grüß Auch bei dich, Dom Seestadt Dom. geht man in Richtung an 900 Punkte dann.
Das ist schon richtig viel, das ist richtig hart. Oder es ist natürlich mehr als eine Armee, das kann natürlich auch sein. Oder das, ja, aber das ist. Trotzdem, ja. Ah, Goblinstadt, schau, habe ich recht, hab gleich meinen ersten Tipp. Wahrscheinlich ist deswegen auch schnell diese 40, also diese 300 Punkte, 40 Modelle so schnell gekommen, weil er wahrscheinlich gerade in Goblinstadt drin war. Wahrscheinlich. 106 Auf die Modelle. Frage mit Mary bist du schon eingegangen und habe ich überhört oder? Nein, bin ich noch nicht eingegangen. Die Frage mit Mary, Okay. genau. Also, sobald du deren mit hast, kannst du natürlich Eowyn und Mary als Profil nicht mehr mitnehmen. Beziehungsweise umgekehrt. Ist logisch, relativ, aber ja, gehört natürlich gesagt. Dann sind wir eigentlich mit den Helden durch und jetzt bleiben eh nur mehr zwei über, die wir nicht besprochen haben. Und das sind die sogenannten Spaß. Ich sage jetzt bewusst Spaßhelden. Was kann man da. Wie soll man sagen? Experimentierhelden. Also zumindest bei Grimbold würde ich sagen, halt schon eine exotische Liste ist, weil Grimbold spielst du entweder alleine zu Fuß oder du spielst tatsächlich eine ganze Menge an Kriegern zu Fuß. Und ja, Rohan zu Fuß ist der Versuch auf Masse zu gehen, aber dabei könnte man mit anderen Fraktionen viel besser auf Masse gehen. Also Es gibt schon eine Berechtigung, die ich sehr interessant gefunden habe. Das ist eine Liste, die habe ich gemeinsam mit Roli, der eh mithört, geschrieben für ein Turnier. Und durch die Stärke zwar 4. Stärke 4 mit Galadrim hinterbei. Und dann, und der Vorteil ist, und dann kannst du ruhig noch also wir haben gehabt in der Liste Rumil mit Galadrim mit Speer und Schild, beziehungsweise Bogen und Speer. Vorne eine volle Phalanx mit Helmingas mit Wurfspeer und zusätzlich dann noch Galadriel Lady of Light. Die Armeeboni sind wurscht, dass du es verlierst bei der Kombination, weil das ist der große Vorteil. Du kannst Grimbold mit die Stärke 4 Wurfspeertypen eigentlich überall rein verbünden, was gelb ist, weil ihm ist vollkommen Ja, egal, dass er einen Armeebonus verliert. kann dir wurscht sein. Und die Kombination war eigentlich relativ interessant, weil du relativ günstig also K5 mit Stärke 4 bekommst, hast viel Wurfspeere noch dabei und eigentlich einen saufetten Helden mit Lady of Light. Das heißt, wir waren eigentlich für 500 Punkte, waren wir glaube ich bei 26, bei 27 oder 26 Modellen. Ich glaube 26 waren es, weil 11 Elben waren es und nicht 12. Aber ich sage 26 Modelle auf 500 Punkte mit Lady of Light. Wollte ich auch gerade sagen, gerade wenn 130 Punkte eigentlich schon für nur ein Modell drauf. Ist das voll solide? Also für sowas ist das Aber echt spielbar. wie habt ihr dann die Krieger von Rohan ausgestattet? Wurfspeerschild. Also Helminga Wurfspeerschild, achso. Wurfspeerschild. Wurfspeerschild, dann bist du ja auch schon bei 9, bist du bei 10 Punkte. Ja, dann kannst du natürlich auch schon fast überlegen, ob du sagst, du gehst Richtung Numenor. Da hast du auch Stärke 4, hast K4. Ja, allerdings muss ich sagen, du hast halt diesen Wurfspeerbonus nicht und ich finde halt die Kombination du hast gleißendes Licht und hast 12 Wurfspeere noch dabei, mit denen du eigentlich durch die 8 Zoll Bewegung ewig lang theoretisch taktieren könntest. Weil mit Wurfspeeren kannst du relativ gut taktieren, weil sie mehr als eine normale Bewegungsreichweite sind. Das heißt, selbst wenn der Gegner nächste Runde die Ini hat, kommt er nicht an dich ran und wenn er nicht rankommt, und du kannst auf jeden Fall nochmal schießen. Die Kombination habe ich einfach sehr stark gefunden. Ist auf jeden Fall cool. Also hast du die jetzt schon gespielt oder noch Die nicht? hat der Die Roli am Helden. Turnier gespielt. Ich selber Wie nicht, aber war's? du, er hat leider, also er hat es leider ziemlich verwürfelt. Das erste Spiel hat er leider durch einen blöden Fehler, weil er nicht aufpasst hat, aufgegeben. Und zwar hat er da verwürfelt im Sinne von ein Malstrom-Szenario. Und Galadriel ist neben Bolg rausgekommen. Oh. Und er hat vergessen, dass er Haar ausgeben hätte können, um sie woanders rausbringen, bei seinen Truppen rausbringen zu können. Verdammt. Und dadurch war eigentlich das Spiel gelaufen. Aber sonst, es ist eigentlich relativ cool, weil vor allem auch die Kombination aus Rumil und Grimbold im selben Nahkampf ziemlich stark sind. Weil Rumil garantiert, dass du gewinnst. Und Grimbold haut dann zwei Leben weg. Das heißt, das ist ziemlich stark gegen Helden.
Die beiden. Weil er eben Rumil verhindert, dass er eine 6 kommt. Dadurch, dass er neu werfen muss. Und der Grimmel hat natürlich nur den Nachteil der zweihändigen Waffe. Aber dafür haut er Ja. halt einfach wirklich 2 Leben weg. Aber dafür hast du halt auch einfach auch noch Rumil dabei, der im Schnitt auch noch die 6 wird. Genau. Also die Kombination ist einfach, finde ich, sehr, sehr stark. Aber wie er schon schreibt, der Roli hat einfach leider verwürfelt in das Ganze. Kann leider immer passieren. Da kann die beste Armeeliste ist und bleibt ein Würfelspiel. Genau. Ich sage immer, das weiß nicht, bei wie vielen Streams ich das jetzt schon gesagt habe. Man spielt immer zu dritt. Ja. Zwei Spieler und die Würfel. Ich glaube, da kann jeder hier seine eigenen Geschichten dazu erzählen. Genau. Das war es auf jeden Fall mit Grimbold. Sonst ist Grimbold, finde ich, eher eben spaßmäßig, dass man einfach sagt, was ich auch schon spaßmäßig gemacht habe: 500 Punkte Wurfspeer-Armee. Oh. Einfach auf lustig. Aber haut natürlich nichts raus. Jo, der Jäger finde ich, das einzige Problem ist halt, dass er kein Pferd nehmen kann. Sonst wäre er gar nicht so uninteressant. Weil du hast eigentlich ein normales Hauptmann-Profil, hast dafür halt den Langbogen, triffst um eins besser. Sie sind vom Profil her einfach relativ gut. Also du gibst halt noch eine Attacke her, das ist der einzige Chance. Du gibst eine Attacke noch auf. Langbogen hat Stärke 3, oder? Stärke 3, ja. Aber er ist halt auch cool, weil er wieder Helden tut. Also er kann einen Jäger im Wegtest verkackt er nur auf die 1. Und immer wenn er ein Heldenmodell oder ein Monstermodell umbringt, dann kriegt er halt wieder ein Heldentum dazu. Gerade in Kombination mit Gambling sind es vielleicht lustig. Das sagst du, spielst Gambling mit Jägern und dass sie richtig viel Heldentum fürs Schießen auslegen. Und dann halt auch mal wirklich Helden und sowas rausschießen können, wenn du da 2 oder 3 hast. Wenn du lang genug schießen kannst. Aber das ist wirklich experimentell und auch spaßig. Auf jeden Fall interessant, also. Aber kompetitiv nicht zu spielen, wobei auf unserem Turnier werden sogar welche gespielt. Das habe ich sehr lustig gefunden. Ich habe eine Liste bekommen mit Jägern des Königs. Also rein oder nur ein paar dabei? Ich glaube, 3 hat er mit. Ah, yes. Ihr spielt auf 700 oder 750 700 Punkte. Punkte. Aber dann auch allgemein Modelle Fuß oder? Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, was er noch mitspielt. Okay. Die ist schon relativ lang her, dass ich die durchgeschaut habe. Ja, okay. Weil ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen meine thematischen Skrupel, Rohan zu Fuß zu spielen. Ja, gar nicht so die Skrupel zu Fuß, weil ich finde, sie haben ja auch in Helms Klamm und so haben es auch so gespielt, aber es ist halt doch sehr so lala. Helms Klamm zu Fuß, das bringt uns ja schon fast zu einem anderen großen Thema. Jo, ich glaube aber, das wäre es eigentlich gewesen. Nein, ich spoiler nicht alle Listen, lieber Antonio, keine Sorge. Das war nur eine kleine Dings. Was sind die Außer du besten? fängst an, Antonius Liste zu spoilern. Ich glaube, dann gefällt ihm die Idee. Antonio, was spielt Antonio? Lasst mich darüber nachdenken. Was war das noch? Nein, so fangen wir es uns natürlich nicht an. Der Antonio hat eine kleine Off-Topic-Frage, dann haut die dabei raus und wir reden dabei über die besten Tipps für einen Rohan-Anfänger. Viel Kavallerie und üben, üben, üben. Rohan ist eine totale Übungsarmee. Du kannst mit Rohan so viel falsch machen, du kannst mit Rohan so stark sein, aber es gibt kein Geheimrezept für Rohan. Das ist eine Armee, die du wirklich spielen können musst. Ich will jetzt nicht was Böses gegen Isengard sagen, aber mit Isengard sage ich einmal V6 vorne, Piken dahinter, Armbrüste und du hast eine funktionierende, spielbare Armee und schießt so lange, bis der Gegner da bei dir ist und dann haust ihn weg. Das ist eine Strategie für Isengard. Ähnlich wie Eisenberge. Genau. Das gibt es für Rohan nicht. Für Rohan gibt es nicht diese Universallösung.
Das heißt, du bist sehr, sehr, sehr hakelig, was das Thema angeht. Also es ist auch jedes Spiel ein bisschen anders. Es Genau. ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, es ist kein Standardspiel. Also das finde ich bisher oder fand ich bisher bei Rohan noch immer ganz interessant, dass sich ein Spiel nicht automatisch wie jedes andere an. Wenn man jetzt Standardarmeen, also Standardarmeen spielt, die einfach darauf ausgelegt sind, dass zwei Schlachtreihen aufeinander zurennen, dann hat man relativ ähnliche Spielsysteme. Jedes Mal dann doch ein relativ ähnliches System. Es ist mir auch aufgefallen mit zum Beispiel Morannon Orks. Es ist einfach, die Spiele an sich sind relativ ähnlich, wenn du jetzt nicht irgendwie noch einen geflügelten Schatten oder sowas dabei hast, mit dem du irgendwelche verrückten Ideen haben kannst, dann ist ein Spiel recht ähnlich. Und bei Rohan hat man einfach den Vorteil, teilweise aber auch dann wiederum ein bisschen den Nachteil, dass man eben von dem Standardspiel so ein bisschen oder von diesen Standard normal gewohnten Spielen ein bisschen abweicht und sich auch stark aufs Gelände einstellen muss und da auch einfach relativ, ich finde auch schon so ein bisschen vor dem eigentlichen Beginn des Spiels schon abschätzen muss, was kann ich machen, was will ich machen und was macht vielleicht auch mein Gegner, um sich vor Rohan zu schützen oder möglichst abzuschotten. Also wirklich, Rohan ist jedes Mal anders. Zur Frage, gegen Isengard kann ich dir wirklich einen Tipp geben. Und zwar, nutzt deine hohe Beweglichkeit, manövriere die Armbrustschützen aus, dass sie nicht schießen können, beziehungsweise sich bewegen müssen, und schieß dann selber drauf. Beziehungsweise sonst schieß auf die anderen Modelle. Das heißt, du kannst relativ gut mit Rohan deine Truppen so hinstellen, dass die Armbrustschützen nicht schießen können und der Rest schon oder nur wenig Armbrustschützen. Das heißt, dass du vielleicht mit 15 Reitern auf zwei Armbrustschützen schießt, die was auf dich zurückschießen können. Das heißt, die Gefahr ist einfach vor dir viel größer. Ja. Und damit einfach die Armbrüste rausreduzieren. Und wenn dann nicht mehr so viele sind und er muss seine Deckungsposition freigeben oder sonst irgendwas, dann kannst du reinkrachen. Von der Idee her gegen Isengard. Natürlich bei Isengard hast du das große Problem, dass du auch gegen K4 spielst. Das musst du bewusst sein. Das heißt, geh wirklich erst in den Kampf gegen Isengard, wenn du weißt, dass du ihn gewinnst. Sonst machen es dich nieder. Zur Off-Topic-Frage vom Antonio. Ist definitiv off-topic. Off-topic. Ja. Und zwar kann Dvalin mit 4 Attacken zuschlagen, wenn er auf Ziege ist. Also auf Ich schaue angeritten mir 5, nein. Weil an den Wortlaut an, aber ich glaube auch nicht. die Regel besagt, wenn er zu Beginn des Kampfes das Keyword Infanterie hat, kann er entscheiden, mit einer zusätzlichen Axt zu kämpfen und hat dann 4 Attacken. Dadurch, dass er auf Ziege ist, hat er nicht mehr das Infanterie-Keyword und hat deswegen nur angeritten 4 Attacken. Das ist sehr leicht zu beantworten. Goblinstadt nervt zu spielen, aber am Ende winnst du immer. Das würde ich nicht behaupten. Kommt ganz aufs Szenario an. Nicht nur das, aber durch Goblinstadt grabst du dich einfach durch. Ja, und dann, wenn da natürlich Wettstreit Helden oder meist Kampfes. Und gerade mit Rohan bin ich froh, gegen Goblinstadt zu spielen. Weil, Bewegung 5 oder was, ja, worauf Bewegung 5, genau. ich kann mich eigentlich permanent zurückziehen und immer noch schießen. Ich kann dich ausdünnen, Ende nie. Ich kann die Wurfspeere perfekt einsetzen. Ich stelle mich auf 8 Zoll mit die Wurfspeere hin, mit denen ich dich auf die 4 verwund. Du kannst mich nächste Runde nicht angreifen. Ich reite wieder Stickerl zurück. Fertig. Ja, vor allem Also. Wurfspeere mit Stärke 3 verbunden natürlich auch noch auf die 5. Ja, auf die 4. Die verwunden auf die 4. Hier. Aber auf die 4. Weil Haben sie die nur Stärke 3 haben und V3? V3 haben. Goblinstadt hat nur V3. Hui, mir fällt auf, ich habe noch nie wirklich gegen Goblinstadt gespielt. Ups, die haben tatsächlich nur V3. Okay, ich habe nichts gesagt, dann sind Wurfsperre in der Kombination natürlich. Das ist abartig, was ich habe beim letzten Turnier, wo ich ihm mit, da habe ich mit, das war nicht auf mega kompetitiv, da habe ich ihm mit Eorl gespielt gegen eine Goblinstadt-Armee. Ich habe einfach alle Reiter mit Wurfspeer vorne aufgestellt, die haben jede Runde 3, 4
wenn nicht sogar mehr Goblin-Stadt rausgenommen und ich habe keinen einzigen Nahkampf am Anfang gesehen. Und erst wie ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist wurscht, bin ich reingekracht und habe die ganze Liste zusammengefressen. Ich hab die gesamte Goblin-Stadt-Armee vom Feld gefegt und hatte drei Verluste. Okay. Bringt Also. uns aber auch generell nochmal zu einem anderen Thema. Wie viel Wurfsperre würdest du mit? Kommt auf die Punkte an. Ich suche mir die Helden aus, die ich spielen will, fülle die Truppe so auf, wie ich es brauche und dann alles, wo sich kein Reiter mehr ausgeht, werden Wurfspeere. Beziehungsweise die königliche Wache spiele ich automatisch mit Wurfspeer. Also ich würde keine königliche Wache ohne Wurfspeer spielen, weil du einfach die Modelle, die sonst im Weg sind, wenn es um diese Beschusssachen geht, dadurch kannst du es noch relativ schön taktieren mit denen. Und bei den Reiter ist dann immer so, wenn ich keinen Reiter mehr reinkriege, zum Beispiel weil ich nur mehr 8 Punkte frei habe, 4 Wurfspeere fertig. Aber du würdest jetzt auch, also es wäre meine Einstellung, ich würde keinen Reiter rauslassen, um wo. Nein, würde ich nicht. Vor allem, weil ich mir einfach bedenke, ich habe eh Bögen mit. Und die wenigsten Modelle haben V5, dass sich der Wurfspeer auszahlt. Weil der zahlt sich halt nicht bei V6 aus. Dann kann ich auch gleich mit dem Bogen schießen. An Dom, wie viele Wachen würdest du einpacken? Es gibt zwei Ansatzweisen. Also ich spiele grundsätzlich gerne so 4 bis 5 Wachen, weil du einfach da die K5-Modelle hast. Danach wird es fast zu teuer. Die zweite Variante ist, dass du alles Wachen spielst. Dass du wirklich Dann sagst, hat du. man halt nur keinen Beschuss mehr, Genau, da. außer die Wurfsperre. Richtig, du gibst dadurch einen Beschuss auf, aber dafür 100% Ding. Weil es bringt nichts, mit 5 oder 6 Bögen rumzulaufen. Das heißt, du hast meistens eh nicht so viele Modelle bei 700 Punkten zum Beispiel. Ich spiele jetzt auf dem nächsten Turnier auch Rohan. Da habe ich insgesamt 26 Modelle, wenn ich mich jetzt nicht irre. 24 oder 26, ich weiß jetzt nicht genau. Das sind 19 Bögen. Stimmt, ich habe 26, weil sonst würde es sich mit 19 Bögen nicht ausgehen. Das geht. Aber wenn ich dann schon irgendwo nur mehr bei 9 Bögen bin, kann ich es vergessen. Da brauche ich nicht mehr schießen. Das ist nicht, da dünne ich nicht aus damit. Da kann ich 2 Stunden lang schießen und am Schluss werden immer noch wahrscheinlich die halben Armeen bei beiden stehen. Ja, das Einzige, was es halt bringt, ist, dass man vielleicht den Gegner mehr das Spiel aufzwingen kann. Nein, nein, ich meine jetzt im Sinne, Aber. natürlich, da kann ich einen Gegner aufzwingen, aber ich meine jetzt einfach im Sinne von, die königlichen Wachen haben dann meistens nicht diesen Vorteil gegenüber den normalen Reitern. Ach so, ja. Drum ist das, wäre das eher mein Ansatz, wie ich das Ganze spielen würde. Also so, ich im Normalfall 4 bis 5 königliche Wachen. Wie siehst du das? Also bisher einfach maximal drei, weil drei. Aber tendenziell, es kommt ein bisschen drauf an, einfach wie sich die Liste anfühlt. Was das für Szenarien sind, weiß ich das vorher, weiß ich es. Und also lassen die Szenarien zu, dass ich schießen kann? Wenn ja, dann bringt mir natürlich ein Reiter in meinen Augen mehr, weil ich größere Distanz schießen kann und nicht nur auf die 8 Zoll beschränkt bin. Weil wenn ich mir auch vorstellen will, ich bin 8 Zoll von meinem Gegner entfernt oder Pi mal Daumen und ich bewege mich zuerst. Ich will aber eigentlich werfen. Das heißt, ich muss eigentlich auf 8 Zoll ranlaufen und dann kann mein Gegner volle 6 Zoll auf mich zulaufen. Und das heißt, ich riskiere eigentlich mehr oder weniger durch eine Wurfrunde schon direkt, dass ich mit einem Verlieren der heroischen Bewegung in der nächsten Runde komplett attackiere. Und ja, dann ist halt die Frage, weil wenn du dann die Bewegung verlierst, hast du königliche Wachen, die auch nur K4 haben, eine Attacke Stärke und 3. Stärke 3 natürlich, klar. Und das ist Und dann dann, schon. und wenn du das dann gegen Murano und Orks machst oder schwarze Numenor, aua. Also deswegen sind Bögen nicht zu unterschätzen. Und ein Genau. paar königliche Wachen sind auf jeden Fall, gerade auch wenn man ein, zwei Marker-Szenarien hat, die man da sinnvoll unterstellen kann. Wobei man da auch überlegen kann, ob man nicht die, ich glaube auf Deutsch heißen sie Outrider. Kundschafter. Ja, die Kundschafter. Wobei, die kann Genau. ich halt nicht in der legendären Legion nehmen, aber ich spiele es auch immer sehr gern. Ja, da kann ich sie natürlich nicht spielen, aber ansonsten, wenn ich von der legendären Legion abweiche, sind die natürlich Hammer. Von irgendeinem Helden auf dem Komplettfeld vom Haltestand profitieren ist Das ist gerade schon für super. Marker-Szenarien der Traum. Erstens das, vor allem du hast dann guten Beschuss auch noch dabei. Das heißt, die können auch noch was machen, wenn sie irgendwo stehen. Ja.
Und man muss halt auch einfach sagen, du kannst wirklich dieses Ausdünnen machen. Das heißt, auch wenn du einen Nahkampf nicht willst, kannst du irgendwas tun und musst nicht einfach nur wegreiten. Deswegen, die königlichen Wachen sind cool, vor allem gegen Helden, weil es gibt wenig Helden auf der bösen Seite mit mehr als K5. Und dadurch kannst du mit so einer königlichen Wache toll schon mal einen gegnerischen Helden aufhalten. Weil dann macht der Gegner vielleicht keinen Nahkampf, weil es ist ja nur ein 50-50-Wurf und so. Dafür sind die königlichen Wachen super. Aber wie gesagt, zu viele würde ich nicht mitnehmen. Und um auf die Frage zurückzukommen, Reiter von Rohan zählen nicht gegen das Bogenlimit. Genau. Das ist Armee-Sonderregel. Genau. Ist das eine Armee-Sonderregel oder ist das die Regel für die Reiter? Ich dachte, nee, nicht Armee-Sonderregel. Nein, weil die Armee-Sonderregel ist nur das Schießen. Ja, dann ist Das es ist bei Stärke den plus 1. aber bei den Reitern steht es Nein, das auch. ist zusätzliche Regeln. Das ist zusätzliche Regeln. Das ist nicht Armee-Bonus, sondern zusätzliche Regeln. Das Ah, heißt, auch wenn ja. du rot Genau so. verbündest, zählen die nicht gegen das Bogenlimit. Ist vielleicht ganz wichtig zum Sagen. Das war's eigentlich mit den Helden. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Profile an und dann reden wir noch kurz über ein paar andere Sachen. Also die Krieger noch kurz einfach durch. In Reiter haben wir eigentlich meiner Meinung nach schon gut genug besprochen. Die Ja. königliche Wache auch. Die haben wir jetzt eigentlich erledigt. Den Outrider jetzt auch. Auch angesprochen, ja. Genau, also vor allem den auf Bleibt Bonus und eigentlich nur alles. noch, Das ja, Einzige, was bleibt man eigentlich nur noch die schöne Ehe, mehr oder weniger. Einzige, was beim Kundschafter noch sagen muss, man muss wirklich aufpassen. Und zwar die Kundschafter sind das einzige Modell, also die einzige Kavallerie, die Söhne auch nicht, aber die spielst du eh nicht mit dem Theoden, die was keine K4 bekommt. Die kriegt nicht plus 1 auf die K. Das ist Dafür für. sind sie auch ein Punkt günstiger. Genau, also aber das muss man einfach bedenken, du bist mit 2 Punkte sogar, oder? Nicht. Kostet 8 und 5, 13 Ah, und ein. stimmt, ja, stimmt. Ja, einen Punkt. Aber das muss man einfach bedenken, dass die im Nahkampf nicht wirklich nicht so toll sind durch die K3. Sind ja theoretisch auch einfach thematisch keine Nahkämpfer. Nein, das sind einfach Bogenschützen, die reiten rum und schießen die unangenehmen Gegner raus. Die wären cool, wenn die noch Langbögen gekriegt hätten. Oh ja. Einfach so zu sagen, okay, hey, Dings weiß, macht meistens keinen Unterschied, aber ich finde, das gibt nochmal diesen besonderen Yeah. Nicht nur, dass sie auf die 3 plus treffen, sondern wirklich dieses Langbogen, also das wäre noch cool gewesen. Und die Söhne Eols, ja, das sind halt richtige Rasenmäher. Richtig harte Dinger, nur solange Eol in der Nähe ist und dann auch maximal 6 davon. Ja, das war's einmal mit der Fraktion. Wir haben eh jetzt eigentlich eine Stunde, eine Dreiviertelstunde nur über die Modelle geredet. Jetzt würde ich noch ganz kurz die legendäre Legion reden. Wir haben eigentlich schon den Armeeaufbau auch besprochen. Wir können jetzt nämlich eigentlich noch drüber reden. Meiner Meinung nach gibt es zwei Arten, wie du Rohan spielen kannst. Also zu Fuß einmal ist keine Option, meiner Meinung nach. Die Möglichkeiten sind entweder mit Reitern oder All Hero. Bei All Hero ist es eigentlich fast verpflichtend, dass du die legendäre Legion spielst, einfach wegen den Armeebonus, dem Bonus, den du dazu kriegst. Eine gratis heroischer Nahkampf ist so heftig. Oder Hieb halt. Und bei dem anderen haben wir eh schon grob geredet, wie man das Ganze aufbauen müssen. Die legendäre Legion zahlt sich aber auch so aus, wenn man wirklich normal mit Reitern spielen will. Also ich habe jetzt eben bei diesen 26 Modellen, was ich am Turnier spiele, spiele ich die legendäre Legion, habe davon 4 Helden und immer noch ausreichend Bögen und so dergleichen mit. Das heißt, das ist wirklich eine grundsolide Liste. Also je nachdem, was man auch für Helden mitnimmt, spricht ja auch einfach nichts dagegen, nicht die legendäre Legion zu nehmen. Ganz genau. Also wenn man sowieso die passenden Helden mitnimmt, wenn man sowieso Theoden dabei hat, Eomir, Gamling und Sternhelm, ich nehme an, das wären wahrscheinlich deine Helden. Nein, Eomer ist nicht dabei. Ah, wen hast du da noch dabei? Deowyn. Ah, okay. Das wäre dann mit. Aber Für ja. Eomer hätte ich halt gleich nochmal zwei Reiter rausnehmen müssen. Und Ja. das war mir dann persönlich zu viel. Ich glaube, zwei Reiter Ja. und Wurfspeere auch noch. Also, das ist schon heftig. Ist schon einiges. Ja, vor Gerade allem, wenn wenn du man eh schon so wenig viele Modelle hast. Modelle. Aber also bleibt trotzdem bei dem Punkt, je nachdem, es spricht einfach nichts dagegen, die legendäre Legion, und man hat einfach einen Vorteil dazu. Genau. Und Und wenn du andere Helden spielen willst, dann kackst du halt mal auf die legendäre Legion. Jo. Und ich würde sagen, wir machen noch bis um 10 können wir noch reden. Dann würde ich sagen, hören wir auf, für 2 Stunden Stream wird reichen.
Und bis um 10 würde ich sagen, könnten wir noch kurz drüber reden, was wir erwarten, was kommt bei Rohan Advor. Aber jetzt rein auf Rohan bezogen, natürlich jetzt nicht von Isengard philosophieren. Also, Ja, rede mal, welche legendären Legionen du dir erwarten würdest oder was du dir noch erwarten würdest. eine hatte ich ja vorhin mehr oder weniger schon angesprochen, an den Furten des Isen. Darauf freue ich mich eigentlich. Finde ich auch interessant. Vielleicht gibt es da auch so eine Art von Sonderregel nochmal, falls Theodred verwundet wird. Gibt es irgendeinen Punch für alle möglichen Kriegerhelden oder sonst irgendwas, um das nochmal ein bisschen darzustellen, dass man dann nochmal stärker kämpft? Das Wäre wäre eine aber interessante eine Idee. coole Idee, dass du sagst, das heißt, wenn Theodred verwundet ist, plus eins aus Verwunden oder sowas, das wird Ja. die Armee sehr cool machen und ich finde, es wird auch thematisch passen. Das ist wirklich eine geile Idee. Dann, ja, also kommt halt drauf an. Sie müssten auf jeden Fall irgendwie, ja, schon eigentlich recht solide Sonderregeln reinbauen. Ansonsten, ja, Wären spielt es wieder halt, nicht genommen. ja, genau, ansonsten spielt man halt trotzdem wieder nur die legendäre Legion. Und genau deswegen bin ich auch sehr gespannt auf die beim ersten vierten Tages war es, glaube ich. Also Ja, also die Gandalf mit legendäre Eomer. Legion einfach, genau. Da bin ich super gespannt drauf. Erhoffe mir aus der Liste sehr, sehr viel, Also da weil habe ich man mal, nur. ich da über die habe ich mir sogar schon Gedanken gemacht, was ich mir hier vorstellen Dann bin könnte, ich gespannt. wäre automatisches gleißendes Licht für Gandalf und sämtliche Kavallerie-Modelle der Liste sind im Charge entsetzlich. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Das wird das Ganze nochmal interessant sein. Oder was auch gangert, um dieses darzustellen, dass die eigentlich nicht gescheit kämpfen können, die Uruks, dass da Gandalf eine Funktion des Schattens bekommt. Das heißt, dass gegnerische Modelle minus 1 auf den Nahkampfwurf bekommen. Oh. Oh, das wäre heftig. Weil das würde nämlich auch die K ausgleichen. Das wäre nämlich eine interessante Möglichkeit, um die K4 auszugleichen, die du nicht hast. Der Reiter, dass du sagst, du kannst dadurch wieder den Nahkampf gewinnen, aber nur dann, wenn du chargest. Wenn Gandalf in der Runde angegriffen hat oder sonst irgendwas, kriegen Modelle im Umkreis vor ihm in 6 Zoll eben minus 1 auf den Nahkampfwurf. Das wäre super cool. Und vor allem, ich finde es nicht einmal übertrieben. Weil im Gegenteil zum Nö. Schatten zahlst du halt für Gandalf den weißen 210 Punkte. Glaube ich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht 200, irre. mit Schattenfeld 240. 240, ja. Also ganz ehrlich, das ist wenigstens fair, weißt du, da zahlst du auch ordentlich für diese Armeefähigkeit. Und er muss halt selber auch angreifen, dass das funktioniert. Das Heißt, fände man ich bei darf ihn ihm. nicht einfach nur in dritter Reihe stehen lassen. Genau. Die Kombination fände ich richtig cool, um das einfach darzustellen. Das würde mir gefallen. Würde ich so spielen. Ja, und ich finde sie nicht übertrieben, ehrlich gesagt. Ich finde sie jetzt nicht so overpowered. Weil dafür hast du halt keinen Gamling drin, das heißt, du hast nicht unendlich Heldentum. Du hast eigentlich nur Gandalf und Eomer und Hauptmänner. Und wahrscheinlich nicht mal königliche Wachen, das heißt, du darfst nur Reiter von Rohan einsetzen. Und vielleicht Outrider, ja, Kundschafter könntest du sagen, dass man sagt, man Kundschafter und Normale wäre eine saugeile Liste, finde ich. Wird richtig Ja. Spaß machen, wäre thematisch super. Cool. Da bin ich aber auf jeden Fall noch gespannt, ob sie dann Erkenbrand hoffentlich in die legendäre Legion mit einbauen. Ja, wobei die Frage, die ich mir hier stelle, Erkenbrand ist im Buch ja zu Fuß unterwegs. Erkenbrand marschiert, der Sturm, der im Buch kommt, ist nicht beritten vom Berg runter, sondern zu Fuß. Ah, das hatte ich also nicht mehr so in Erinnerung. Und das ist eigentlich. Drum wäre es interessant, wie sie das einbringen wollen. Ja. Aber vielleicht eher einfach Ha. eher Erkenbrand dazu und fertig. Weil eigentlich sind ja die Truppen, die der Gandalf holt, die Truppen, die vom Isen überbleiben. Ja. Das heißt, das wäre eigentlich Grimbold und Erkenbrand, wenn man es so nimmt. Ja, es ist jetzt nur die Frage, ob man Und sich an Elfhelm. Film oder an Buch Genau. orientiert. Schon bekannt, wann Rohan Advor herauskommen wird. Vermutlich vor Weihnachten.
glaube, es war 14. Dezember. Ist es schon Irgendjemand so meinte mal fix? in der Gruppe was. Ich dachte, irgendjemand hatte mal auf Facebook gepostet, 14.12., aber Kann nicht sein. ich Aber will ziemlich mich da wahrscheinlich nicht zu festlegen. vor Weihnachten, einfach um das Weihnachtsgeschäft zu behalten. Davon jetzt auszugehen. Gut, welche legendären Legionen könnten wir uns noch vorstellen? Wir hatten jetzt die Schlacht am Isen mit dem Vorteil, wenn Theodred verwundet wird. Wir hatten den Angriff, also das Licht beim dritten, beim vierten Tag mit Entsetzlich oder Fähigkeit des Schattens. Oder beides. Oder beides, wobei das jetzt viel. Das wäre, finde ich, zu Ja. viel. Eins von beiden wird vollkommen reichen, dass das wieder einen Sinn macht. Wobei das Entsetzlich nicht so stark wäre, weil du ja trotzdem nur die K3 hast. Und ich bin eigentlich kein Fan davon, dass ich sage, ich kopiere jetzt einfach die Fähigkeit vom Theoden. Das ist mir zu Das wäre ein langweilig. bisschen langweilig, ja. Das wäre ein bisschen eintönig. Dann, Herr Lemming sagt das, was ich mir eh auch gedacht habe, eine Legion um Eorl. Das fände ich wirklich, wirklich cool. Zum Beispiel, dass man sagt, die Fähigkeit von Eorl wird von 6 Zoll auf. Entweder sie haben immer zwei Attacken, genau. Dass die Söhne Eols automatisch zwei Attacken haben in der Legion, oder dass die Sonderregel um Eol herum auf 12 Zoll erhöht wird. Dann kannst du nämlich insgesamt 12 Söhne Eol spielen und das wäre dann eigentlich eh schon eine ganze Armee. Es reicht schon fast, ja. Genau. Also das wird das Ganze sehr interessant machen und dann brauche ich auch nicht unbedingt die K4 bei den Reitern, weil dann spiele ich einfach königliche Wachen und Söhne Eols und vielleicht nur ein paar Reiter zum Schießen und dann habe ich das auch wieder. Relativ cool abgedeckt. Und welche Ja. Armeeliste ich unbedingt haben möchte, die mir wirklich wichtig wäre, die Verteidigung Verteidigung. Helms Klamms oder des Klammwalls. Das heißt, Bo Aragorn, Gimli und Legolas können Rohirrim und Galadrim anführen. Und das Das wäre wäre halt eine cool. mega coole Kombi, dass du sagst, vorne Wurfspeer Rohirrim und hinten Galadrim mit Speer. Und dann halt Aragorn, Gimli, Legolas, das wäre eine richtig coole Liste. Und dann aber wird wahrscheinlich Haldir trotzdem Pflicht sein, nehme ich an, in der Liste. Kann sein, ja. Aragorn, Haldi oder irgendwie so. Ja, davon würde ich ausgehen. Ähnlich so ein bisschen wie Rückkehr des Königs, die Legion, dass man dann praktisch Haldir verpflichtend eingeführt. Genau. Fände ich auch extrem cool. Wäre eine super Liste und dass man halt vielleicht sagt, okay. Sowas verzweifelte Verteidiger, sie müssen niemals einen Muttest machen. Oder sie bestehen halt alle Muttests automatisch. Dass es einfach so wirkt im Sinne von, sie laufen nicht weg, weil sie können nirgends weglaufen können. Ja, oder was auch interessant wäre, wenn Galadrim über die normale Modellanzahl, also nur das eine Base, drüber hinwegschießen könnten. Das würde so ein bisschen den Schuss über den Klammwall Ja. repräsentieren, dass man dann Dass sagen sie kann, den okay, Pfeilhagel bekommen. genau, sie Den können alten. an einem auch vielleicht auch an einem befreundeten Modell vorbeischießen. Ja. Wäre vielleicht auch irgendwie recht thematisch. Ob es extrem spielstark ist, wage ich zu bezweifeln. Nein. Aber es wäre einfach mal eine thematische, vielleicht ganz coole Idee. Oder dass man irgendwie so sagt, dass man allgemein sagt, also Verteidigungsarmee und dann irgend so sagt wie Pfeile. Und so, und dass dann halt einfach du +1 aufs Treffen oder Verwunden kriegst oder sonst Oder was. heroische Schießen. Ja, gratis heroische Schießen in den ganzen Ding. Oder heroische Zielgenauigkeit, eins von beiden, weil heroische Schießen an sich ist Kacke. Allein. Das braucht man Ja. in einem von 10 Spielen. Ja, sehr selten. Aber das finde ich auch noch eine coole Legion. Aber sonst fällt mir noch was ein, was man noch nehmen könnte. Eigentlich nicht. Eigentlich deckt das eigentlich schon alle wichtigen Sachen ab. Man könnte noch vielleicht sagen, Verteidiger der Westfahrt so in die Richtung, vielleicht noch eine Armeeliste. So, wo nur Eomer unterwegs ist. Aber das finde ich jetzt auch gar nicht so spannend. Oder irgendwie ein Umeum hier mit den Verbannten. Das habe ich jetzt gemeint. Ach so. Das, wo Eomer Ja, halt dann ja. die Uruks Okay. da abschlachtet. An das habe ich jetzt gedacht gehabt. Aber sonst fällt mir jetzt gar nichts so Spannendes ein mehr.
Nee, es gibt bestimmt noch viele coole andere Listen, die kommen werden. Wahrscheinlich eine Endarmee, aber das bringt uns von Rohan. Stimmt, Ents wäre noch eine Möglichkeit, was kommen kann bei den heldentechnisch. Stimmt, neue Modelle könnten wir noch ganz kurz ansprechen. Mir fällt eigentlich nur eins ein. Und das ist Halef. Und, wobei doch einen zweiten habe ich noch. Und zwar Antonio, nein, wahrscheinlich sind es weniger als einer von 10 Spielen, aber nur als Beispiel. Ich dachte jetzt gerade, du meinst Antonio kommt als ein weiterer Nein, Name. nein, nein, als Held der einäugige Bogenschütze, der da schießt, der was den einen Pfeil loslässt. Oh, das wäre lustig. Im Sinne von, der kann jede Runde heroische schießen, aber darf nicht mehr nachrufen, also darf nicht mit einem rufen. Ja, oder wenn er schießen kann, muss er schießen. Ja, irgend so ein Scheiß und dann aber nur, und nur 10 Punkte oder so. Also irgend so ein unnötiger Mini-Held. Ja, irgendwas Lustiges. Das fände ich einfach cool. Ich weiß leider nicht, wer Keol ist. Das müsste ich jetzt googeln. Oder Benny sagt so. Keol. Ist das der, was die königliche Standarte trägt? Bin überfragt. Okay, das ist scheinbar einer von Theodens Wachen. Ich weiß nicht. Muss ich gestehen, habe ich noch nie von gehört oder nicht mehr in Erinnerung. Okay, das sind noch interessante Sachen, was jetzt kommen. Also Keol wäre mir nicht mehr eingefallen im Sinne, vor allem ich wüsste auch nicht, was der sagt, was der jetzt helfen soll. Tengel fände ich sehr interessant. Einfach als ein Legend, also als einen früheren Helden ähnlich wie Eol. Dann wäre Thorongil interessant, der fällt mir noch ein. Aragorn als Rohirrim, Thorongil zum Spielen. Aber auch nur irgendwie als eigene Fraktion oder so. Und wer mir jetzt noch eingefallen ist, ha Helmhammerhand. Ja, stimmt. Der wäre auch cool. Der wäre halt als richtiger, der müsste ein richtiger Piep sein. Es würde dann wahrscheinlich so eine ähnliche, ja, spezielle Held sein wie Eol auch, den man eben nur Also in Kombination mit harmlosen. Was mir jetzt bei Helm Hammerhand einfallen würde, wäre sowas, ein meisterlich geschmiedeter zweihändiger Hammer. V6, K5 und sowas ähnliches wie der Theodred, das heißt, dass er angreifen muss. Oder was ich mir vorstellen könnte, wäre auch cool, dass das ein Zu-Fuß-Held wird. Und gar nicht so auf Reiterei. Oder kann auch Reiter sein. Und zwar, wenn er eingekreist ist, kann er sich auch entscheiden, einen Schlag gegen jedes ihn einkreisende Modell zu machen. So eine Art Mini-Sauron. Ja, oder Berserker. Stimmt, Berserker ist auch. Und zwar, weil er geht ja dann alleine raus und tötet so viele Dunländer. Dass du das damit ein bisschen thematisierst, dass du sagst, er geht alleine raus und dunk, 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 dunk. Jeder kriegt eine auf die Nuss. Oder er kriegt so eine ähnliche Sonderregel wie Thranduil. Mit mehr Gegnern er im Nahkampf ist, desto besser. Ja, wobei das fände ich fast zu übertrieben für so einen Helden. Ja. Aber sowas könnte man machen, einfach, dass du wirklich sagst, ein Nahkampfschnetzler. Jo, sonst glaube ich, fällt mir jetzt kein Modell mehr ein, das ko kommen könnte. Und wir sind um 22 Uhr. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, jetzt könnt ihr es raushauen, ganz kurz noch. Sonst würde ich das Ganze jetzt dann abbrechen, also abbrechen, aber beenden. Wir haben schließlich jetzt 2 Stunden lang gequatscht, was eh schon Nicht eigentlich mal ziemlich über brav ist. Bündnisse gesprochen. Wie bitte? Nicht mal über Bündnisse gesprochen. Nein, noch nicht mal über Bündnisse gesprochen. Gut, Bündnisse, mögliche Bündnisse. Interessant ist meistens Rohan eher als Bündnispartner, als kleine Fraktion. Also eher Rohan zu etwas verbünden und nicht etwas zu Rohan, weil es gibt keine Fraktionen, die Rohan wirklich was bringen.
und sonst eben zu Fuß interessant, vielleicht noch für Galadriel, und das war's. Das war alles, was Kurz über. und knapp zusammengefasst, ja. Genau. Ich werde das Ganze vermutlich nächste Woche auf YouTube hochladen. Und sonst würde ich jetzt einfach sagen, nachdem eh keine Fragen mehr kommen, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat der Lukas als Gesprächspartner gefallen. Hoffe ich auch. Und wie jedes Mal überlasse ich dir das Schlusswort. Ja, ich fand es cool, dass ich hier so dabei sein durfte und komme auch gerne wieder, sofern alle Leute meine Stimme aushalten. Aber ja, ich hoffe, ihr habt eventuell was mit Neues mitgenommen von Rohan oder auch seid jetzt endlich motiviert, Rohan zu bemalen, auch wenn es lange dauert, oder bekommt Lust, Rohan auch als Armee zu beginnen. Passt. Dann gute Nacht, Leute.